Es ist soweit, der Wahnsinn ist zurück, denn Jonas Ressel ist zurück aus dem Urlaub. Hallo, ja. Freut mich euch zu sehen, hey. Liebe Freunde. Jonas Strikes Back, die große Rückkehr. Ich habe auch direkt schon was mitgebracht. Das haben wir uns da nur eingebrockt. Dein Grinsen für diesen Cold Opener. Du hast schon gesagt, du hast echt was Krasses. Du hast gesagt, das ist das Krasseste, der krasseste Cold Opener. Das ist so richtig krass. Das ist der fetteste. Also, du hast gesagt, uns werden die Nippel abfallen, so krass. Das Problem ist, wir kriegen keinen Podcastpreis dafür, weil er hätte das nächstes Jahr droppen müssen dann. Absolut, ja. Ich kann es dann einfach noch mal nächstes Jahr droppen. Einfach noch mal so Recycling betreiben. Wenn du dich dann Hatten wir nicht irgendwas mal gesagt, was wir in einem Jahr oder zwei. Nein. Wir haben irgendwas. In 10 Jahren oder sowas. Ich habe das irgendwo abgespeichert, falls mal CSB auslaufen sollte. Ja. Ah, stimmt. Falls hier alles mal zu Ende geht. Wollten wir irgendwas. Wir beenden einen Witz. Ja, irgendwas wollten wir beenden. Das hast du aber noch notiert, ja? Ich habe das auch notiert. Ja, okay, gut. Muss man nachgucken. Das ist auch so ein wiederkehrender Termin, der immer so mich im Januar so anstupst. Ja, dann. Sehr schön. Das heißt, wir werden es nicht vergessen, ja, wenn alles gut geht. Also ich hätte noch ein paar Wochen länger bleiben können, wenn ihr jetzt wollt, dass ich wieder gehe. Nee, komm, jetzt will ich wissen, was ist der Wahnsinn? Ich hatte der Opener. Ja. Ich hatte einen Geistesblitz im Urlaub. Ein Geistesblitz? Ich habe. Es ist noch nicht fertig. Ich arbeite noch daran. Nein, ist das irgendein Song oder ein Gedicht? Ich habe einen Malle-Hit entworfen. Oh nein. Jonas war nicht auf Malle im Urlaub, das muss man dazu sagen. Nee, aber im Gegenteil. In Ecuador. Okay. Im Malle von Südamerika. Nein, mit den Partyschildkröten. Ja. Okay, willst du den jetzt singen, den Text vorlesen oder? Also mir ist zuerst der Refrain eingefallen. Und ich muss sagen, ich glaube, der hat Potenzial. Okay. Mhm. Seid ihr gespannt? Ja. Seid ihr ready? Eigentlich gespannt, nicht. Ja, aber Angst habe ich. Ich habe Angst und ich. Können wir noch vorher irgendwie so einen roten Eimer hier hinstellen mit Strohhalm? Oh Gott. Okay. Ist Malle noch so ein Ding? Ja, klar. Ja? Ist das nicht verboten worden inzwischen? So Kummersaufen? Frag mich nicht. Du willst einen Jürgen Milski fragen. Seid ihr ready? Okay. Hola, ¿qué tal? Ich schieß mich ins All. Hola, ¿qué tal? Was los bei dir? Hola, ¿qué tal? Ich schieß mich ins All. Hola, ¿qué tal? Ich will ein Bier. Die Partyrakete startet in den Himmel hinauf. Kommt alle mit aufs Schiff. Wir machen einen drauf. Der Astronaut, er drückt aufs Gas und wir heben ab von der Rampe. Der Gürtel, der sitzt ganz dolle fest. Es zwickt nur an der Wampe. Ja. Und weiter bin ich noch nicht gekommen. Okay. Also es soll noch so eine Geschichte erzählen, dass die halt eigentlich fliegen die gerade zum Mond. Oh, aber sie erinnern sich zurück, dass die Erde so toll ist und es gibt nur einen Ort, wo sie jetzt am liebsten sein würden und das ist Malle. Und dann drückt der, nimmt der Astronaut seinen Steuerhebel in die Hand und dreht die Rakete um und sie landen auf Malle im Megapark. Also vergisst Ballermann 6, Ballermann 3000 in Space. Sehe, das wird rausgeschnitten und irgendwie auf unseren Social Media Kanälen. Bitte keinen Remix daraus. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Aber okay. Ich schieße mich ins All. Ich habe mehrere Notes, mehrere Feedback. Also, auf der Haben-Seite. Es ist, der klang erstaunlich sehr wie ein echter Malle-Hit. Das klang viel zu sehr nach einem echten Malle-Hit. Okay, auf der Soll-Seite. Wie kannst du die Wörter All und so benutzen und das nicht auf L-Arenal reimen? Weil darauf habe ich gewartet. Das ist ja voll das Versäumnis. Vor allem das Wort mit L-Arenal statt All. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Ne? Was war das Zweite? Ich hatte noch eine Anmerkung, die habe ich aber vergessen. Ich hatte eigentlich 2000. Ich hatte ein bisschen Angst, als er, dass er nicht was anderes mit Wampe gereimt hat. So, ja, so richtig Assi-Ballermann-mäßig. Nämlich Lampe. Lampe. Ja. Oder Knips aus Schramme. Aber du hast Bier gereimt. Schramme? Du hast das Wort Bier gehabt, aber du hast nichts drauf gereimt, glaube ich. Ich will ein Bier. Malle-Hit wäre eher, ich will 20 Bier. Also, nee, Bier und Tier wollte ich auf jeden Fall auch noch mit reinbringen. Ja, Bier ist und ich habe noch irgendwas fürs. Okay. Irgendwie, ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben, die sind so ohne Kontext. Warum muss ich zum Mond? Und dann so ein Chor, zum Mond! Da will ich gar nicht hin, nicht hin! Und dann halt, ne, dass sie dann umdrehen. Ja. Und ich drehe jetzt ab, stell das Bier kalt. Also ich stelle mir ohne Scheiß an so einem, ne, an so, wenn die so Feierabend haben auf der ISS vor, wie sie dann da aufdrehen. Ne, das aufdrehen und trinken. Die sehr kleine Bubble der saufenden Astronaut
Astronauten und Astronautinnen, die für die auch noch Spanisch sprechen. Ja, genau. Für und die Deutsch. Das ist sehr, sehr klein. Das finde ich aber sehr gut mit dem Kital. Also, das war schon gut. Dass Ola Kital ist hinter. Ja, dass ja. du halt auch. Ne, sorry, was die, heißt die, Ola Kital? Ola heißt Hallo. Wie geht's? Ne? Ja, hallo, wie geht's? Ach, Kital heißt wie geht's? Okay, ja. ja, ich habe keine Ahnung, ich wusste es nicht. Guck mal, das ist Ola Kital und dann, Ola Kital, schieß mich an, Ola Kital, was ist los bei dir? Ne? Dann ist nur noch so eine Übersetzung mit drin, so ein bisschen. Eigentlich ah, okay, ja, du erfüllst deinen Bildungsauftrag, deinen ja, öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag. Mein Malle-Bildungsauftrag. Kannst ja. du noch den Lenny-Gedenk-Spanischsatz irgendwie reinbringen, was einfach nach Bien sagt? Ja. Bitte was? Ach, Jonas hat mal Spanisch geredet im Podcast und Lenny. Ja. Hat gedacht, er kann es auch einfach nur Bien gesagt. Schön. Ja, das war mein Beitrag zu diesem Podcast. Ich gehe jetzt auch wieder. Okay, ja. cool. Aber mit der Partyrakete nach Malle. Oh Gott. Schön. Intro. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Heute reden wir nochmal kurz über den Streik in Hollywood, denn da gibt es wieder Neuigkeiten. Zwei Schauspieler in Hollywood machen eine Pause. Es gibt einen Film, für den es keine Promo und keine Infos gibt. Und wir haben natürlich die Starts der Woche. Und wir schauen uns an, was wir drei in den letzten Wochen, Monaten, Jahren an Filmen und Serien konsumiert haben. Noch ein kleiner Spoiler dazu. Ich hatte ein sehr durchwachsenes Erlebnis auf meinem Flug nach Ecuador. Und ich habe ein Buch gelesen, ein Science-Fiction-Buch, was euch extrem gut gefallen wird. Das ist eines der besten Bücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. Tatsächlich. Ja. 1984. Bin ich sehr gespannt drauf. Brave New World. Nachher dazu kommen. Ja, bevor wir zu dem Geheimtipp kommen, gehen wir kurz nach Hollywood. Und zwar, wir haben schon mehr im Podcast darüber berichtet, es wird gestreikt, die Autorinnen-Gewerkschaft streikt. Seit pass auf, ich will kurz was sagen, weil es schlafen schon wieder alle Leute ein. Oh je. Ich habe Gefühl, dass sehr, sehr viele Menschen überhaupt gar kein Gespür dafür haben, was für Konsequenzen dieser Streik eigentlich haben könnte, selbst wenn man es Woche für Woche für Woche immer wieder und immer wieder sagt. Ich kann das zum einen verstehen, weil so ein Streik an und für sich ist ja jetzt nichts, was. Also klar macht es das irgendwie ein bisschen fancy, weil es in Hollywood ist, aber es ist ja, so ein Streik ist ja auch so eine sehr. Trockene Sache. Man ist ja auch nicht so betroffen, wenn jetzt die Bahn streikt und du kannst nicht irgendwo hinfahren. Sowas ist so, ja, streiken die halt. Ja. Kommt ja trotzdem irgendwie jede Woche ein Film ins Kino, ne? Meistens ist es halt ein Tag streikt die Bahn und dann am nächsten Tag fährt sie wieder. Ja, aber hier sieht es nach einem echt fetteren Streik aus. Vor allem, jetzt muss man sich mal vorstellen, also stellt euch mal vor, ihr habt, also die besten Drehbücher in Hollywoods liegen brach, weil niemand sich vor die Kamera stellt und die Zeilen spricht und alles ausführt, was da in diesen Drehbüchern steht, denn genau das passiert ja gerade, vielleicht. Genau, vielleicht. Nicht nur, dass keine Drehbücher mehr geschrieben werden, weil die Writing Guild streikt. Jetzt streikt auch die Schauspielerinnen-Gewerkschaft. Noch nicht. Ja, die treten aber bald ein. Genau. Ja. Die SAG-AFTRA, das ist die Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Oh, das klingt, hast du voll schnell vorgelesen. Also, kurzum, die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen. Aber da sind auch Sänger drin, Tänzer, Journalisten, DJs, SynchronsprecherInnen und so weiter. Ganz interessant, die Präsidentin ist Fran Drescher. Man kennt sie aus Die Nanny, tatsächlich. War für mich auch neu, dass sie die Präsidentin des Ganzen ist. Hast du nicht mitbekommen, was die einen Riesen-Eklat hatte, weil die mitten in der Corona-Pandemie von Bullshit-Vaccines, also schwachsinnigen Impfungen gesprochen hatte und so. Sie war sehr, sehr, sehr scharf, wurde sie kritisiert damals. Ich habe irgendwann die Scheuklappen hochgemacht, weil so viele Leute Bullshit geredet haben. Aber aber ja, es ist natürlich für viele auch überraschend, dass die Nanny die Präsidentin der SchauspielerInnen-Gilde ist. Ne? Da wäre vielleicht fast aus die Nanny die Nanny geworden. Gott, oh Gott. Die haben abgestimmt auf jeden Fall und 65.000 Personen waren stimmberechtigt, um zu voten. 98% von denen, könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele es sind, haben gesagt, ja, wir treten in den Streik und es könnte jetzt losgehen bald. Also das ist ja, also pass auf, es ist so, ich will das auch nochmal ein bisschen klarstellen. Also es wird Verhandlungen geben zwischen der SAG AFTRA und dieser Studio-Allianz, gibt ja diese Alliance of Motion Picture and TV Producers, wo alle Major Studios drin sind. Und die haben einen Vertrag, einen laufenden Gewerkschaftsvertrag bis zum 30. Juni. Das heißt, die Verhandlungen, die haben jetzt noch Zeit bis zum 30. Juni. Und wird man keine Einigung finden,
mit der alle zufrieden sind, dann wird das bedeuten, dass alle Schauspieler und Schauspieler, also diese gesamte Gilde, halt streiken geht. Mhm. Und das wäre heftig. Ja. Das also, heftig. Das heißt ja auch natürlich, ne, das heißt nicht nur streiken, das heißt ja wirklich ein Verbot, und das ist hier ein bisschen heftiger. Das ist bei der Autorengewerkschaft auch so. Wenn du dich da, wenn du das brichst, dann wirst du ausgeschlossen, und dann war's das erstmal mit Jobs. Ne? Also ja. du katapultierst dich ins Aus. Das heißt, niemand arbeitet mehr in Hollywood. Ja. Ich glaube, dass man das auch so richtig nachvollziehen kann, hier ist, ne, wenn man nochmal den Bahnstreik oder sowas hervorholt. Mhm. Der letzte Streik der Autorengewerkschaft ging ja 100 Tage. Ja. Stell dir mal vor, wenn in Deutschland die Bahn 100 Tage streiken würde. Ja. Ja. Aber also man hat schon jetzt die Vermutung, also ich meine, der Autorenstreik, der geht ja seit dem 2. Mai 2023. Mhm. Man vermutet aber jetzt schon, dass das eventuell der längste Streik aller Zeiten sein könnte in Hollywood. Er hat ja auch die Schwierigkeit, früher war es ja nur in Anführungszeichen Kino und Fernsehen, jetzt kommen ja diese ganzen Streaming-Anbieter dazu. Mhm. Und da das Problem ist, Das soll sich ja vor allem gegen so Disney und sowas wenden, die halt große Marktmacht haben im Streaming-Angebot. Aber das Streaming-Portal, die Portale profitieren tatsächlich eher davon. Beziehungsweise, also, die haben nicht die großen Nachteile, die es haben sollte eigentlich. Also es ist ja auch im Prinzip absurd. Wir sprechen hier von Hollywood, von Filmen, die immer wieder von irgendwelchen Underdogs erzählen. Und es gibt ja auch in den letzten Jahren immer mehr Filme, die irgendwie soziale Ungerechtigkeit und so weiter als Thema haben. Und jetzt scheffeln halt viele Produzenten und Produzentinnen oben an der Spitze irgendwie wirklich absurde Millionenbeträge, während Junior Writers halt komplett in die Röhre gucken. Und ich weiß, das ist in sehr, sehr vielen Branchen so, wahrscheinlich in fast allen. Das macht sie aber nicht unbedingt besser. Und ich find's sehr, sehr cool, wenn dann Leute auch wirklich ihr Recht zu streiken dann auch in Anspruch nehmen. Mhm. Ja. Und ich meine, Vox hat dazu ein richtig gutes Video gemacht über Autorinnen und Autoren, über die Streiks, was ja auch ein Problem ist, dass heutzutage ja, früher hast du Fernsehstaffeln gehabt, die gingen wirklich über so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, und du hattest quasi die ganze Zeit Arbeit, aber weil die Serien jetzt immer kürzer werden, was wir ja eigentlich gut finden, wenn die immer kürzere Folgen haben, müssen die sich halt teilweise zwei Jobs pro Jahr suchen, was dann halt auch einfach mehr reinknallt. Absolut. Ja, vor allem auch die Konsequenz des letzten Autoren-Autorinnen-Streiks war ja, dass etliche Shows gecancelt wurden, etliche Filme irgendwie dann nicht mehr gemacht wurden. Staffeln, die da rauskamen danach, sind sehr, sehr viel vernichtender in der Kritik angekommen als Staffeln zuvor. Also darunter hat wirklich die gesamte Film- und Serienwelt, also wirklich die Produkte, auf die wir ja alle auch stehen, auf die wir heiß sind, die haben wirklich massivst darunter gelitten. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, diese Gilde streikt. Diese Gewerkschaft, Gilde sage ich, diese Gewerkschaft streikt. Aber auch eine Gilde, Schauspielgilde. Aber die streiken jetzt. Dann, und es dreht niemand mehr. Es steht niemand mehr vor der Kamera und spielt diese. Selbst wenn die Autoren und Autoren jetzt aufhören zu streiken, jetzt streiken die Schauspieler. Nee, Schauspieler. Das Ding ist halt, wir hatten das letzte oder vorletzte Woche, da ging es um Deadpool 3. Und es ging darum, dass Ryan Reynolds so viele Lines improvisiert hatte bei Deadpool 2. Dass er als Autor gilt. Ja. Und in dem Zuge haben halt viele Studios, auch Disney, die haben eine E-Mail rausgehauen an ihre Mitarbeitenden, so von wegen, dass sie darauf einfach setzen, dass die Schauspieler vor der Kamera auch irgendwas machen, ohne Autoren. Einfach improvisiert den Scheiß, macht gefälligst eure Arbeit. Mhm. Und jetzt kann ja nicht mal das funktionieren. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, eigentlich. Deswegen ist diese Solidarität zwischen den Gewerkschaften eigentlich auch für die Arbeit der Leute da ganz gut. Schlecht für uns alle, wenn die großen Studios halt nicht mitziehen. Ja, vor allem jetzt muss man auch dazu sagen, die Directors Guild of America, also die Regisseure, haben bereits eine Einigung erzielen können mit der Alliance. Das heißt, die werden nicht streiken. Das ist jetzt schon vom Tisch. Jetzt könnte man aber sagen, was ist denn eigentlich mit den Visual Effects Künstlern? Da kann man sich auch mal gerne schlau machen, weil die sind ja wohl in der Filmbranche, die am meisten gebeutelt sind. Die haben keine Gewerkschaft. Und da ist auch das Problem, Hollywood arbeitet da sehr international. Also es ist auch sehr schwer, da irgendwie Gewerkschaften zu bilden, die halt international irgendwie agieren. So, das ist ja gar nicht möglich. Das ist richtig krass. Die gucken halt auch in die Röhre. Und ich weiß auch nicht, wie das dann weitergeht. Aber Thorsten, weißt du das so auch komplett irgendwie ins Ausland aus, so komplette Animationssachen. Weil es ist ja zum Beispiel bei den Simpsons ist das zum Beispiel, die ganzen Animationen, Coloring, sowas wird alles irgendwie nach Südkorea oder sowas ausgelagert oder was weiß ich. Ja, also und halt unter ganz schlechten Bedingungen müssen Leute halt dann so Panels ausmalen. Also ich kann das jetzt nicht mit Argumenten unterlegen, außer dass ich das einmal bei so einem Screener zum Beispiel gesehen habe, welche Special Effects Firma jetzt was macht. Ja. Aber dass die teilweise die Effekte wirklich
zu 10, 20 unterschiedlichen Firmen auslagern. Halt von einer Serie oder einem Film. Einer Folge teilweise. Ja. Du hast halt wirklich zum Beispiel bei The Last of Us zum Beispiel warst du, ich wette, du meinst The Last of Us, da ist es ja wirklich so, dass du teilweise, ne, also jede Szene geht an ein anderes Studio und das wird von da bearbeitet. Und wenn du irgendwie mit Weta Digital oder so zusammenarbeitest, sie sitzen halt in Neuseeland. Ja. Und da kann natürlich keine US-amerikanische Gewerkschaft irgendwie was machen, das macht ja gar keinen Sinn. Aber ja, so ist das. Und deswegen mal abwarten, also bis zum 30. Juni hoffen, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen da irgendwie eine Einigung erzielen können, mit denen man einigermaßen zufrieden sein kann, damit da nicht auch noch gestreikt wird, weil das wird sich echt, das wird jetzt schon Konsequenzen haben. Also das, allein, dass die Autoren und Autorinnen streiken, das wird Konsequenzen haben. Wir werden es halt nur etwas zeitversetzt so in den nächsten Jahren spüren. Ja, also es wird auch für uns Konsequenzen haben, hier auch für unseren Inhalt. Dann na, auf jeden 100%. Wenn wir vielleicht nächstes Jahr nicht über Rings of Power Staffel 2 sprechen können oder auf House of the Dragon Staffel 2. Na, wie war die Best-of-Folge von House of the Dragon? House of the Dragons ist doch safe. Da ist die zweite Staffel ja schon längst geschrieben und die wird ja gedreht. Ja, aber die Nachdrehs, ganz genau. Ja, und vor allem halt auch die Rewrites während der Drehs, die halt sonst auch gerne mal viel an der Qualität auch tun. Wenn die dann auch noch fehlen, das kann schon echt übel ausgehen. Das war halt bei Deadpool, ne? Deadpool 3 darf jetzt auch keine Rewrites machen. Die drehen das gerade, aber die dürfen keine Rewrites machen. Das, also da kann die Qualität schon massivst drunter leiden. Ja. Wir sind gespannt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Dann reviewen wir nächstes Jahr nur deutsche Filme. Ah, denn da streikt niemand. Ja. Til Schweiger wird niemals streiken. Aber es gibt noch eine Person, die gerade aktuell einfach streikt. Aber streikt ist da definitiv das falsche Wort. Ja. Ich frag mal so, habt ihr die Serie The Crowded Room mit Tom Holland gesehen, beziehungsweise guckt ihr die aktuell? Ich habe die erste Folge mir angeguckt. Ich habe mich auch noch nicht geschaut. Okay. Ja, The Crowded Room ist eine Serie auf Apple TV Plus von Apple, in der Tom Holland die Hauptrolle spielt. Und er spielt einen jungen Mann namens Daniel. Daniel Milligan, ne? Namens Crowded Room. Crowded. Ja, es geht. Verdammt, das war witzig. Das, das Ganze spielt in den 70ern. Ja. Er ist ein bisschen der Außenseiter in seiner Schule. Also ich habe die erste Folge geguckt, ja. Ja. Er hat einen Stiefvater, der scheiße ist. Ja. Und er beginnt mit seinen zwei Kumpels, überlegt er sich, Gras zu verkaufen in der Schule, um Geld zu verdienen. Hat er auch so, ich habe, glaube ich, nur ein Probebild gesehen, hat er so längere Haare. Ja, ja, da wird sich ein bisschen. Genau. Im Internet gab es ein bisschen, ja, nicht Helme, aber da hat sich ein bisschen lustig gemacht, was ich ein bisschen kacke fand, weil Tom Holland ist mehr als Spider-Man. Ja, warum gibt es Helme? Weil er so aussieht wie, keine Ahnung, er sieht so anders aus, das fanden viele Leute so ein bisschen weird. Das ist doch eine Rolle. Ich weiß, aber sag das den Leuten nicht. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dachte ich mir, was ist denn das für eine ulkige Perücke? Es ist keine Perücke, es ist sein echtes Haar. Geil, das ist das Beste. Ja. Und ja, aber hieß der wirklich Daniel? Danny Sullivan. So, nicht Sullivan. Milligan, ich habe Milligan gesagt. Danny Sullivan. Ja. Genau. Und das basiert nämlich alles auf einem wahren Fall. Also das basiert auf einem Buch, einem Non-Fiction-Buch, das auf einem wahren Fall basiert. So. Also man kann alles bereits wissen, was passiert. Und ich glaube, die echte Person hieß, jetzt will ich das nachgucken, die echte Person hieß Milligan, genau. The Minds of Billy Milligan, genau, deswegen war ich so verwirrt, weil die Person, auf der das basiert, heißt Billy Milligan. Mhm. Und hier ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Also erstmal, diese Serie hat eine extrem lange Produktionsgeschichte. Mhm. Und Tom Holland er spielt eine Figur, die, ich sag's mal ohne zu spoilern, weil das ist die Frage, so wie viel spoilern wir hier, wie viel verraten wir? Weil eigentlich weiß man's, wer dieser Billy Milligan ist, beziehungsweise Danny Sullivan. Kann man wissen, ja. Also das Buch war ja auch nicht unerfolgreich. Genau, absolut. Und Tom Holland spielt einen Mann, der sehr schwere geistige wie nennt man das? Ist es eine Persönlichkeitsstörung? Ich weiß nicht, ob man das als Persönlichkeitsstörung. Eine Dysfunktion? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Sorry, da fehlt mir das psychologische Wissen. Tatsächlich. Also, ja, ich weiß es nicht genau. Es tut mir leid. Aber, ne? Und Tom Holland war wohl so geschlaucht von dem Dreh. Und ich wette auch, dass das, also ich könnte mir auch vorstellen, dass was damit zu tun hat, dass die Serie überhaupt keine guten Kritiken bekommt. Dass er jetzt gesagt hat, dass er ein Jahr lang Pause machen möchte. Ja. Aber geht es dann um diese Mental Issues hauptsächlich oder geht es um dieses Gras anbauen hauptsächlich? Das ist nur ein kleiner Auslöser oder von irgendwas. Wisst ihr nicht genau, weil nämlich alle Folgen drauf sind. Es ist ein kleiner Auslöser, es kommen noch schwerwiegendere Sachen dazu, wenn man sich den Originalfall anguckt. Dann denkt man so, oh mein Gott, was kann noch passieren? Weil, also beziehungsweise, okay, wie werden sie das in der Serie umsetzen? Weil
Das will ich nicht spoilern. Es ist halt sehr schwer, darüber zu reden, ohne den Elefanten im Raum einfach zu benennen. Okay. Okay. Also das ist halt das Problem. Aber es ist eigentlich, gibt's irgendwas, mit dem ihr das vergleichen könntet? Ja. So? Ja. 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 Aber dann weißt du sofort, was es ist. Aber dann weißt du auch sofort, worum es geht. Ja. Das Problem ist, genau das ist aber auch das Problem. Und ich glaube, viele stört das daran, weil der halt diesen Twist halt aufbaut, obwohl es halt ein eigentlich schon, ich wusste das, bevor ich die Serie gesehen habe, weil auch einfach, es wird auch immer wieder damit beworben, so andere Seiten und so weiter, andere Portale sagen halt, das ist die Serie, die dreht sich darum. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das, also ne, mir wurde schon vorgeworfen, als ich bei Star Wars Episode 7 den ersten Satz des Crawl-Text, ne, den angedeutet habe, wurden mir Spoiler vorgeworfen und das hier wäre dann theoretisch ja auch ein Spoiler. Ja, und das Ding ist, also ich habe die erste Folge geguckt und ich mochte das Schauspiel von Tom Holland sehr. Sehr, ich auch sehr. Und das ganze Setting sieht super aus. Ich mochte alles. Lieb's, ich mochte alles daran. Und dann habe ich einfach mal geguckt, so, wie sind eigentlich die Bewertungen? Der hat eine 7.0 bei IMDb und ich meine bei Rotten Tomatoes oder so 28 ist super schlecht bewertet, weil es sich angeblich so im Kreis dreht. Ja. Und das einfach, also du weißt, was passiert. So, jetzt aber, komm, drop it. Das ist so ein bisschen, kann so ein bisschen Waiting for the Dragons. Aber ist das dann wieder so irgendwie hier Kritikerin-Ding? Nee, Publikum. Das Publikum ist vor allem auch nicht so begeistert von der Serie. Okay. Ja. Nämlich Rotten Tomatoes ist ja hauptsächlich. Ja, aber auch so wie ich das mitbekommen habe, ist auch die allgemeine Meinung zur Serie nicht so positiv. Aber auch nicht schlecht. Das ist jetzt nicht die Idol, wo sehr viele Leute das hassen oder so. Sondern aber ihr habt bisher nur die erste Folge gesehen. Ich habe die ersten zwei, ich habe die zweite noch nicht ganz gesehen, aber quasi die ersten zwei. Die hat insgesamt aber es gibt, wie viele Folgen? Das ich glaube 10, ich bin mir nicht sicher, aber es sind erst 3 raus. Also die erscheint Woche für Woche. Ja. Deswegen, es würde vielleicht Sinn ergeben, du wartest ja gerne bis ganze Staffeln raus sind, um die komplett zu gucken. Deswegen macht es vielleicht Sinn, wenn du noch, weiß nicht, ein, zwei Monate wartest, bis die halt komplett draußen ist. Erste Folge ist aber auch so eine Stunde, also die laufen so zwischen 40 und einer Stunde. 40 Minuten eine Stunde. Okay. Aber wie gesagt, also diese Erstfolge, es steckt noch relativ viel Coming of Age drin. Ja. Es hat halt eine Rahmenhandlung. Es passiert am Anfang der Serie, begeht er ein Verbrechen und wird dann von einer, ist es eine Profilerin? Psychologin auf jeden Fall. Ja, für sowas in der Art. Genau, es wird noch eine andere Person gesucht und sie versucht halt so dahinter zu kommen, was steckt denn jetzt eigentlich hinter dieser Tat, die da passiert ist. Genau. Und so, jetzt soll es so, es gibt auch immer so Flashbacks. Am Anfang und auch zwischendrin mal so, wo du so Häppchen serviert kriegst, was passieren kann. Das ist, glaube ich, auch die Kritik, weil du weißt, wenn du den echten Fall kennst, weißt du, was passiert. Und so, und deswegen ist so, ja, das ist so ein bisschen vergleichbar, du hast ihn ja auch gesehen, da komme ich später noch zu mit Air. Ja. Ne, den Film über den Schuh. So, wird der Schuh rauskommen? Air. Wird es ein Erfolg werden? Ja, die Fallhöhe ist nicht da. Ja, das ist wahr. Nichtsdestotrotz, ich will die Serie unbedingt weitergucken. Ja. A, weil ich Tom Holland wirklich super finde in der Rolle. Ich finde, find, das ist ein Riesensympathieträger, obwohl ich nicht mal ein so großer Tom Holland-Fan bin. Ich finde, dass der Look der Serie wirklich geil ist. Also ich fühle mich komplett in die 70er geworfen. Und? Ohne da jemals gelebt zu haben. Deswegen, Mario, wie war das damals? Es war großartig. Genauso war es damals bei uns. Nee, aber also sein Schauspiel ist echt so. Er spielt da diesen bisschen introvertierten Außenseiter. Und das liegt so ein bisschen am, wie das Drehbuch gemacht wird und wie es inszeniert wird. Peter Parker soll es ja auch so ein bisschen sein, aber Peter Parker ist so der Feelgood-Nerd. Mhm. Und hier siehst du halt, dass Tom Holland halt also wirklich diesen. Mhm. Es ist ihm unangenehm, Sachen, und er macht es mit den Händen die ganze Zeit, irgendwelche Sachen, das so Nuancen in seinem Schauspiel, die es wirklich super glaubhaft machen, und ich sage, ey, Tom Holland kann wirklich was. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch irgendwie Bock gekommen, mal reinzuschauen. Ja, unbedingt. Ich finde es gar nicht so schlecht, wie viele sagen. Aber wie gesagt, ich bin auch am Anfang. Ich habe noch gerade übrigens nachgeguckt, 10 Folgen, die letzte Folge, das Finale namens Judgment, erscheint am 28. Juli. Also du kannst theoretisch im August gucke ich mir da einfach alles. Du kannst so theoretisch alles auf einen Start gucken. Noch ein bisschen. Aber also ich finde es halt auch selbst mit dem Wissen, was passiert, ich will ja auch gucken, wie es inszeniert wird. Also es hält mich jetzt nicht ab, das weiter zu gucken. Nö, überhaupt nicht. Also ich bin auch sehr gespannt drauf. Wenn man Marius übrigens fragt, wie es so in den 70ern war, dann sagt er, ach, da war die Eroberung von Jerusalem. Das war sehr spannend. Jahre 70. 1070? Nein, 70. Also 70 nach Christus. Nämlich 1070, das wäre ein bisschen zu früh gewesen, weil ich glaube, die Kreuzzüge wurden erst 1088 ausgerufen. Okay. History strikes back. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich einfach 70 nach Christus gegoogelt, um zu gucken, was da passiert ist. Und hier steht halt als erstes Eroberung von Jerusalem. 20 Jahre nach Asterix und Obelix. Ja? Ja, 50, cool. Nee, ich meine, die sind 50 vor Christus, ne? So, kommen wir zum Ende. Auf jeden Fall vor Christus, ja. Ja. Wann ist, in welchem Jahr ist Cäsar gestorben? Ja, wann ist Cäsar? Jonas. Drop mal.
Scheiße. Man weiß es eigentlich, aber Cäsar ist gestorben. Boah, das weiß ich nicht. Sag mal das Jahr. Cäsar. Ich bin gespannt. Ich sag. Rate mal. 20 vor. 20 vor Christus? 20 vor, 12. Vor der Zeitenwende. Ach, so dumm, Jonas. So dumm. Das ist 44 vor Christus. Ah! 15 vor. Aber wer in einem Biopic Cäsar spielen könnte, und das wäre ein sehr interessantes Casting, wäre Bryan Cranston. Nicht schlecht, aber nicht das schlecht. Dauert noch, und nicht wegen des Streiks. Ja, erstmal vorweg, also Bryan Cranston war mega krass in den Schlagzeilen, weil er gesagt hat, er spielt Jesus. Nein, er hat gesagt, er ist größer als Jesus. In dem Film von Martin Scorsese. Oh, das wäre witzig. Er hat gesagt, er hängt seinen Job an den Nagel. Oh. Ja, aber er hat gesagt, er hängt seinen Job an den Nagel, er hört auf. Und dann kam man danach die News, nee, doch nicht, nur ein Jahr. Also auch nicht mal ein Jahr, oder? Nicht mal ein Jahr, ein halbes Jahr. Bis Jahr. Ja, eventuell ein Jahr. Ja, gucken wir mal, vielleicht kommt der Ort nicht mehr zurück. Ja, kann auch sein, ne? Will irgendwie nach Frankreich ziehen oder so? Ja, genau, er macht seine Produktionsfirma dicht, was ich auch ein bisschen komisch fand. Mhm. Also ich weiß ja nicht, ob da Angestellte sind, die dann sagen, ja, Bryan Cranston hat jetzt keinen Bock mehr, tschüss. Mhm. Keine Ahnung, aber Aber passend zu deinem Malle-Hit, Jonas, die heißt Moonshot. Ja. Moonshot Entertainment, ja. Vielleicht geht es um Bryan Cranston in deinem Malle-Hit? Vielleicht trinken die da Schwarzgebrannten und Moonshiner. Moonshine. Ja. Und und er macht das angeblich auch, um mehr Zeit mit seiner Frau zu verbringen. Und da kann man ja nur sagen, viel Spaß, viel Glück. Bryan Cranston viel Spaß. ich fand's aber ein bisschen weird. Warum war das witzig? Ich hab's nicht erschienen. So viel Spaß mit deiner Frau. Ach so, nein, also in der Pause. So also Sexy Time in Frankreich. Nee, ich fand's ein bisschen weird. Er hat so gesagt. Deshalb auch Frankreich. Ja. Ne? Er hat so gesagt, ja, meine Frau hat mich irgendwie in den letzten 24 Jahren so unterstützt. Und das möchte ich jetzt auch so in 6 Monaten. Okay, das ist natürlich nett von dir. Gut, das müssen die beiden unter sich ausmachen. Wer weiß, was da noch passiert. Also vielleicht mit seiner Frau oder was? Nein, vielleicht verlängert er die Pause. Ich weiß gar nicht, wie seine Frau, aber Frau Cranston, wird die vielleicht jetzt Schauspielerin? Bryan Cranston hat doch diesen ultra teuren Alkohol rausgebracht, zusammen mit Aaron Paul, genau. Ja. Die haben doch diesen. Nicht Dos Amigos. Wegen Silicon Valley denke ich immer an Tres Comas. Ich weiß, aber heißt das nicht Dos Amigos? Irgendwas mit Dos, glaube ich. Dos Hombres. Dos Hombres. Hombres. Das ist ein Mezcal, genau. Und da kostet die Flasche irgendwie 100 Euro oder sowas. Ja, würde ich auch mal mit dem Namen. Also. Vor allem, dass die beiden halt, ne, marketingtechnisch dann natürlich komplett durchstarten damit. Und ich glaube, die haben mit diesem Alkohol so viel Geld verdient. Ich glaube, also arbeiten ist, glaube ich, überhaupt gar nicht mehr notwendig. Ich glaube aber auch, warum haben die nicht irgendwie so billig so Wodka rausgebracht, einfach so blau. Warum haben die nicht? Oh, das ist ja geil. Ja. Blue Wodka, ja. Warum haben die nicht einfach so eine eigene, so eine Cannabis-Marke rausgebracht in den USA? Vor allem diese reden gerade noch darüber, dass diese Marke so saukrass erfolgreich ist und die noch reicher gemacht hat. Also, warum haben die nicht hier was ganz anderes gemacht? Oh, das ist so dumm. Aber ich glaube, das ist auch so generell, wenn du erfolgreich bist, dann kommt irgendwelche Whisky-Punchereien auf dich zu. Ja. Böse gesagt, so, bring mal hier was raus. Metallica haben ja auch irgendwie ein Whisky rausgebracht. Was würden wir denn rausbringen? Und wie würden wir das nennen? Ja, Jonas auf jeden Fall irgendeinen Eimer gesurft. Ja. Oh, direkt Sangria. Sangria direkt im Eimer. Nee, ich weiß, was wir rausbringen. Oh Gott. Ihr könnt es fühlen. Was ist es? Was ist Käse. Oh, mit Maden drin. Nee. Ich fühl's. Nee, nichts tierisches. Hätte ich keinen Bock drauf. Kein Getränk? Zu viel Hassel. Einen veganen Käse. Oh, das wäre geil, ja. Da hätte ich Bock drauf. Einen richtig, richtig, richtig guten veganen Käse. Nee, irgendwas Absurdes. Irgendwas, was hat keiner rausgebracht. Es muss ein richtig kleiner Markt sein und es muss richtig dumm sein und überhaupt nicht zu uns passen. Irgend sowas wie Nippelpiercing oder sowas. Bitte? Warum soll das nicht zu uns passen? Unsere eigene Piercing-Kollektion. Warum sollten Nippelpiercings nicht zu uns passen? Da will ich jetzt aber mal gerade über unser Selbstverständnis sprechen. Also ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, der Markt ist sehr klein dafür. Ja. Wer sollte ein CSB-Nippelpiercing tragen? Sowas, du meinst okay, was random, sowas wie gehackte Tomaten in der Konservendose. So. Ja, ja, genau. Das aber in richtig fancy. Ja. Wo so eine Dose nicht so 1-2 Euro kostet, sondern 10. So. Nein, 30. 30, so richtig handgepflückt von Kindern. Ja, und keine Ahnung. Nee, das wird irgendwie von. Nee, das muss irgendwie so besonders sein, wie dieser Kaffee, diese Affen essen. Ja, oder. Nee, die Meerkatzen sind das, Meerkatzen. Ja, oder diese Zigarren, die von. In Frauen, Kuba, von diesen jungen Frauen in ihrem Bein. Müssen nicht die älteren Frauen sein oder sowas? Ja, irgendwie so. Was? Ja.
Ich glaube schon, ja. Das ist die für diese Ah, nee, pass auf. Wir nehmen so die religiöse Ecke so ein bisschen aus. Wir bauen die irgendwie auf dem Tempelberg in Jerusalem an. Die Tomaten. Oh ja, oh, ich habe was. Oh, ja, ich habe Tomaten. Ja. Nagelklipper. Nagelklipper, oh, das ist stark. Ja. Und das dann zeigen wir so Jonas C. vorher, nachher. Nach aber seid ihr Nagelklipper oder seid ihr Schere? Ist mir wurscht. Beides geht. Völlig egal. Was? Jonas, ich mache jetzt eine Diskussion. Nee, überhaupt nicht. Ich nehme tatsächlich das, was ich jetzt erstes so finde. So ein Pediküre-Set. Ja, irgendwie so ein Pediküre-Set. Sowas. Mit Pfeil, der Schere. So ein Nagelklipper ist zu wenig, weil ich glaube, da gibt es so eine Preisobergrenze, habe ich das Gefühl. Aber ich weiß es nicht. Aber das ist doch auch, Alter, ist auch Breaking Bad. Der soll doch auch diese, das Nagelstudio so übernehmen als Wäscherei. Aber wie machen wir die Verbindung zurück zu uns und zu CSB? Nils. Nagelklipper ist ja ganz nah, weil Jonas auch hat seit Jahren Probleme mit dem Fuß, mit dem Zeh. Jonas hat ja sogar mal eine, erzähl die Story, du hattest sogar mal eine Prothese, oder? Eine Nagelprothese. Ich habe seit 10 Jahren so ein Problem, weil ich mal, ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber es war 11.11. in Köln, mir ist irgendwas auf den Fußzeh gefallen, der ist blau angelaufen. Arzt hat gesagt, fliegt von alleine raus, ist nicht passiert. Bin ich nochmal hingegangen, hat gesagt, fliegt von alleine raus, ist nicht passiert. Seitdem habe ich so ein. Seitdem bist du bei einem anderen Arzt. Yeah. Okay. Lass mal ein paar Etagen höher gehen. Wie wär's mit Zahnseide? Zahnseide. Das ist so richtig nischig und du kannst irgendwie nichts Besonderes draus machen. Ja, doch. Geschmack? Nein. Wir machen da so, wir bedrucken das in Mikroschrift mit so Filmzitaten. Oh. Man kann es zwar nicht lesen, aber man weiß es. Und der Geschmack ist nicht auf der Zahnseite, sondern in einem zusätzlichen Modul daneben, das nur den Geruch äußert, sodass du. Dieses Wasser, jetzt mit Duftwasser, genau. Genau, Bullshit, das war die Anspielung darauf. Kennst du das nicht, Jonas? Du guckst so ratlos. Was? Kennst du das nicht? Dieses, also ich will jetzt den Markennamen nicht nennen. Ja. Das man euch kannst. Ja. Genau. Und das aber mit Zahnseide. Also das, wo auch so viele Leute Werbung für machen. Ganz genau das, ja. Ja. Okay. Ich sag's mal, als ob ich jetzt 60 Jahre alt war. Dieser Plastikscheiß! Das kann man immer sagen, Plastikscheiß. Ja. Ich persönlich nenne es die dümmste Erfindung, von der ich je gehört habe, aber gut, jeder so wie er oder sie möchte. Eine Firma, die aber keine Promo für ihr Produkt machen soll. Nice! Das ist gut. Studio Ghibli. Und zwar hat Hayao Miyazaki, der weltbekannte Regisseur und Animateur. Geil, ich liebe es, mit Hayao Miyazaki so Dart zu spielen und Billard zu spielen. Und beim Singen der verteilt so Flyer auf voll geil. Mein Nachbar Jürgen Milski. So. Hayao Miyazaki, Regisseur. Ist es Ghibli? Ghibli. Ghibli? Es heißt Ghibli? Ich habe mein ganzes Leben lang Ghibli gesagt. Schaut zu Patrick in der Kamera. Ja, ist Ghibli. Ghibli. Krass. Der hat ja so krasse Filme gemacht wie Chihiros Reise ins Zauberland oder Prinzessin Mononoke. Und der sagt ja immer mal wieder, dass er noch einen einzigen Film macht. Ja, ich habe schon mehrmals gehört, dass er in den Ruhestand geht. Ja. Ich glaube, 8-mal oder so hat er seinen Ruhestand angekündigt. Ja, so ungefähr. Aber er kommt immer wieder zurück. Aber ohne Übertreibung. Hat er das nicht irgendwie so mindestens 4-mal oder so gemacht? Ja. Mindestens. Ja. Ist halt nicht nach Frankreich gegangen, ne? Ich google jetzt how many times, egal, ja. Auf jeden Fall wird er nochmal einen letzten Film rausbringen, der heißt How Do You Live? Und er will dafür keine Promo machen. Beziehungsweise der Film soll ohne Promo entscheiden. Und der Produzent des Films, Toshio Suzuki, sagte dazu, das ist das, was die Leute so tief in ihrem Inneren wollen. Ja. Also so von wegen einfach in den Film reingehen und nichts wissen. Und Das ist die Spoiler-Kritik, also finde ich auch gut. Ja. Es basiert ja auch auf einem Buch, also man kann schon wissen, um was es geht. Nee. Also es soll sich weit entfernen von dem. Nein, es ist eine komplett neue Geschichte, nur der Titel ist gleich. Also es basiert vielleicht irgendwie in der Stimmung oder sowas, weil der Titel ist gleich, aber die Geschichte soll was komplett anderes sein. Mhm. Als in dem Buch. Ja, also es soll ganz, ganz lose drauf basieren. Also der Name ist gleich, der Titel, aber angeblich hat es nichts mit dem Inhalt des Buchs zu tun. Ist das, was ich gelesen habe. Also auf Wikipedia steht es so. Hast du rausgefunden, wie oft er den letzten Film eingekündigt? Ja, 7. 7-mal hat er seinen Ruhestand angekündigt. Das war tatsächlich keine Übertreibung. Ja. Der Film soll am 14. Juli in den japanischen Kinos starten. Wann der dann im Rest der Welt erscheint, ist noch nicht bekannt. Wird auch nicht angekündigt, der läuft einfach im Kino. Ja. das ist das, was die Leute wollen. Ja. Du gehst ins Kino und gehst in die Sneak. Ah, oh, guck mal, der neue Hayao Miyazaki-Film. Das wäre schon geil. Ja. Aber noch mal zu dem Ruhestand-Ding. Ich habe gerade eben auch noch gelesen, dass er bereits in den 90ern zum ersten Mal seinen Ruhestand. Wie alt ist der Mann denn inzwischen? 82. Okay, krass. Das heißt, in den 90ern war der halt irgendwas 50, ne? Und hat da schon gesagt, boah, ich mach das nicht mehr länger weiter mit. Ja. Und kam halt immer wieder zurück. Der ist so
ich liebe Aya Miyazaki, das ist der so hat geil. Eine Passion. Das war doch, hat er nicht auf die KI-Sachen reagiert? Ja, ja, das hat Jonas gezeigt. Da haben wir schon drüber gesprochen im anderen Podcast. Es gibt wirklich, das ist so eins dieser Videos, manchmal, so wenn nichts in meinem Hirn vor sich geht, denke ich noch mal daran. Ja, genau. Ich denke da immer wieder mal daran. Das ist so abgefahren. Dieses aber Entsetzen. Jetzt, lass uns noch mal darüber sprechen, für alle, die das damals nicht mitbekommen haben. Damals. Also, wann war das denn? Vor 3 Monaten oder sowas im Podcast? Ja, ist irgendwie schon ein bisschen her. Deswegen kann man auch gerne noch mal drüber sprechen. Ja, Hayao Miyazaki wurde von Leuten eingeladen, sich etwas anzuschauen. Und zwar eine Simulation einer künstlichen Intelligenz, wie die eine Figur animiert. Genau. Und wie diese Figur geht und wie die quasi die, also die Figur hat Beine, sie geht aber nicht wie eine normale Figur, sondern sie hat irgendwas anderes draus. Aber man kennt es ja vielleicht von anderen Videos, also diese Figur lernt halt, wie man mit dem, was sie hat, so langsam zu gehen und dann so eine Szene zu entwickeln und sowas. Aber das ist halt natürlich extrem rudimentär. Ja. Und das ist eigentlich, also ich glaube, also wenn mir das irgendwie vor 15 Jahren gezeigt worden wäre, wäre ich also komplett, also es hätte mir, also ich wäre ausgerastet, so wie krass ist das denn, dass das gerade selbst von alleine anfängt, ne? Wie gehe ich? Ja, genau. Und das Ding ist halt, man erwartet dann halt, ne, oder die Leute haben da wahrscheinlich auch erwartet, wir haben Hayao Miyazaki eingeladen, das wird voll das krasse Happening, der wird bestimmt sagen, boah, was kann, wofür tut, man das alles nutzen könnte. Also, das und ist so wie die Mondlandung. Ja, das genau. Ist, das ist das krasseste Shit, das jemals gemacht wurde. Das genaue Gegenteil trifft ein. Er nennt das absolut albtraumhaft und er spricht vom Untergang der Menschheit. Ja. Und das ist das Schlimmste, was er je gesehen hatte. Hat das ist der Tod der Kunst. Und er rastet richtig aus und sagt, dass die sollten, der sagt denen ja auch, hört auf, das zu machen. Was tut ihr nur da? Ja. Das war, ein Satz ist auch bei mir so hängen geblieben. Ich weiß denn, ich kann den nur so aus dem Kontext wiederbringen. Das ist so ein Affront gegen das Leben an sich. Genau, absolut. Ja, stimmt. Ja. Und es ist so geil, dieses Video. Es ist wirklich. Man sieht das in den Blicken von den Leuten so, bei dem ist gerade irgendwas zerbrochen. Auf jeden Fall, 100%, das sieht man komplett. Also wenn Erwartungen halt wirklich gebrochen werden. Die haben mir dann halt in dem Moment auch tatsächlich leid getan. Also ich fand's auch, ne, also bei aller Liebe zu den Filmen von Hayao Miyazaki, ich fand das teilweise auch echt daneben. Es sind ja zwei Philosophien. Ne? Es sind komplett zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Ja. Vor allem jetzt auch bei dem Film. Das sind ja irgendwie 60 oder 62 oder sowas Menschen, die den Film animieren. Also so wie Jonas sie bezeichnen würde, Animateure. Und die haben irgendwie 3 Jahre für das erste Drittel dieses Films gebraucht. Und die, jeder einzelne Frame ist auch wieder handgemalt. Jedes einzelne Bild, jedes gottverdammte einzelne Bild ist handgemalt. Ich muss aber auch sagen, dass man sieht das auch an den Filmen. Natürlich, 100%. Also wie viel Liebe 100%. Und wie viel Detailverliebtheit. War das für Chihiros Reise ins Zauberland, als Hayao Miyazaki einfach die Hälfte des Films gekickt hat? Ich glaube, das war Prinzessin Mononoke. Wo er einfach die Hälfte des Films einfach nochmal neu gemalt hat in so ihren 16-Stunden-Schichten oder sowas und im Studio gelebt hat. Und wahrscheinlich ist das da der Moment, wo er mal gesagt hat, nee, jetzt gehe ich in Ruhestand. Ja. Raucht der nicht auch sein ganzes Leben lang und so? Also, dass der überhaupt bei dem Arbeitspensum, mit dem Rauchverhalten überhaupt noch überhaupt das, ne? Also, so alt, also ich der Mann ist einfach eine Ikone. Er weiß, was er da raucht. Was meinst du? Raucht die nicht verbrauchten Frames von Prinzessin Mononoke? Ja. Einfach, dass Bryan Cranston und Aaron Paul Hush rauchte. Oh. Genau. Ja. The Blue Hush. Ja. Also viel ist zum Film jetzt noch nicht bekannt, außer dass es um einen 15-Jährigen gehen soll, sein Onkel. Spirituelles Wachsen, Armut und was es bedeutet, Mensch zu sein, soll ein fantastischer und großer Film werden. Aber alle Filme von Hayao Miyazaki sind irgendwie fantastisch und groß. Also das Storm-Mess ist das zumindest, was in diesem Buch von 1937 so ungefähr passiert, aber wenn es halt super weit weg ist. Also man weiß es nicht. Also keine Promo, gar nichts ist bekannt. Wir können einfach nur abwarten. Ich freue mich drauf. Ja, wir wissen halt auch nicht, wann er hier startet. Das ist so, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht gar nicht. Aber ich denke schon, dass er kommt. Ja. Alper, how do you live? How do you live? Ja. Nicht mit KI. Gar nicht. Nee. Doch, wie oft benutzt ihr ChatGPT? Würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe es einmal benutzt. Einmal nur? Um ein bisschen Quatsch zu machen. Aber ansonsten benutze ich das eigentlich gar nicht. Ich tatsächlich auch erstaunlich viel mittlerweile. Also du bist mehr so der Hayao Miyazaki unter uns. Ja. Ihr seid beide ein Affront gegen das Leben an sich. Nee, ich benutze ihn schon. Spannend. Also manchmal, mal so, fass mal kurz was zusammen oder sowas. Aber manchmal so Spaß. Schreib ein kurzes Drehbuch über die und die Situation. Es kommt immer irgendwas Witziges raus. Mhm. Manchmal darf er es auch einfach nicht machen. Ja. Sagt er, nee, es ging meine. Habe ich nicht. Ja, ich finde es schade, dass der keine Schimpfworte benutzt oder so. Ja, du kannst das umgehen mit diversen Sachen. Also, es gibt da so Lifehacks. Ah, okay. Was schon, ist schon witzig, das Programm. Ich lass mir jetzt auch einen Malle-Hit schreiben. Schreib mal, ja, das kann er.
Ja. Auf jeden Fall. Daher, vielleicht hat Jonas das dadurch jetzt gar kein, ja, gar genau, kein Jonas Malle-Hit-Schreiberling, sondern ich bin Jet-GPT. Oh, aber wo wir eben auch bei dem Thema waren, das ist ja bei den Streiks auch ein Riesenthema, KI. Ne? Also das ist ja, darum geht es ja auch. Ja, ja. Die wollen halt auch sich dafür einsetzen, bei den Verhandlungen eben nicht von KIs ersetzt zu werden. Und ja. Das ist ja ein Riesenmalle, der da gerade geschrieben wird. Malle, Malle, hier geht's ab. Die Beats sind laut, der Himmel voller Staub. Wir feiern wie verrückt, vergessen alle Sorgen. Auf Malle sind wir frei, bis zum nächsten Morgen. Gut. Kann er noch ein bisschen mehr Saufen mit reinbringen? Schmeiß die Hände in die Luft, zeig mir dein Lächeln. Hier auf Malle gibt's keine Zeit zum Zögern. Wir sind alle zusammen, eine große Familie. Tanzen, singen, lachen. Das ist die Magie. Tanzen, singen, lachen. Aber das ist ja so ein Ibiza-Hit, so ein Hippie-Ibiza-Hit. Ja, auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Was auch ein Hit ist, sind die Starts der Woche. Denn ja. da ist ein Film gelaufen, den habe ich gesehen. Da bin ich gespannt, ob das ein Hit wird. Ich auch, ich hoffe es. Denn es startet The Flash am 15., also gestern müsste das gewesen sein. The Flash endlich in den Kinos mit Ezra Miller in der Hauptrolle. Und jetzt ist wieder die Gefahr des Spoilers. Wir gehen davon aus, vom Stand, wer den Trailer gesehen hat, weiß Bescheid, dass Michael Keaton auch als Batman wieder dabei ist. Das ist aber auch das etwas, was ich denen vorwerfe, dass sie diese Überraschung schon nicht sich aufgewahrt haben, wie also No Way Home zum Beispiel. Nicht nur die, sondern halt auch Supergirl. Absolut, ja. Also eine dieser beiden Sachen hätte man, finde ich, auch wirklich mal geheim lassen können. Weißt du, an was mich das erinnert hat? An Terminator. Nee, an den Trailer damals zu Batman wie Superman. Ja. Als dann plötzlich, okay, Wonder Woman ist auch dabei. Ja. Und Abomination, nein, das ist falsches Franchise. Ja, das andere CGI-Vieh. Doomsday war doch. Boah, die haben das nie getauscht gegen Moment, mit Justice League redest du gerade. Oh, Batman, wer war denn da? Doch, es ist Doomsday. Doomsday? Ja, ja, es ist Doomsday. Ja. Und das waren auch in einem Trailer, das waren so ein, zwei Figuren zu viel erzählt. Absolut, absolut. Die haben ja auch wirklich, also Doomsday war ja auch im Film, kam ja auch irgendwie erst im letzten Akt vor. Es war ja wirklich im letzten Drittel und das wurde schon im Trailer verraten. Vielleicht erinnerst du dich an Terminator Genisys. Da geht es ja auch darum, dass John Connor ein Terminator ist. Ja. Eigentlich eine gute Idee. Krass. Das wäre im Film halt auch spannend gewesen. Die haben es halt im Trailer schon verraten. Ich werde das nie vergessen. Wir haben damals in einem früheren Leben einen ehemaligen Kollegen zu Interviews geschickt. Ich konnte da nicht, das weiß ich noch. Und er hat, und da saß der Regisseur des Films, der auch von Game of Thrones bekannt ist, nämlich Alan Taylor. Alan Taylor heißt er, ne? Mhm. Und der sitzt da neben den zwei, also neben der Produzentin und einem Produzenten. Und hier unser ehemaliger Kollege hat so ganz offen gefragt, so, das John Connor hier, ne, das habt ihr ja im Trailer verraten, so, warum? Warum habt ihr das gemacht? Und du siehst halt wirklich, also, das Video ist noch online, ich empfehle allen mal den Moment, sich mal anzugucken, weil ich habe den auch so dreimal hintereinander geguckt. Die Produzenten, und also vielleicht, ne, interpretiere ich das rein, sehr gut möglich. Alan Taylor hat richtig laut angefangen zu lachen. Und die anderen beiden waren so richtig so, ja, aber waren so richtig so ein bisschen beschämt sogar. Und ich wette mit euch, das war eine lange, lange Diskussion hinter den Kulissen, dass man das nicht in den Trailer hat. Das Marketing hat gesagt, macht das auf jeden Fall. Wir müssen das machen. Ja. Genauso in aller Fairness muss man dazu sagen, Terminator 2, der Trailer in den 80ern, hat das ja auch schon, 90ern hatte das ja, 91, ne? Terminator 2. Egal, hat das ja auch schon gedroppt. 90. Und ja, genau. Der Terminator 4 auch. Ja, aber ich finde das scheiße. Ja, ist es auch. Ja. Was man zu The Flash sagen kann. Also, ich habe ihn bereits gesehen und ich würde ihn tatsächlich jedem empfehlen. Ich will jetzt nicht zu viel am Wochenende. Ich würde jetzt nicht zu viel sagen. Ich möchte nur so viel sagen. Man sollte schon alles vorher mal gesehen haben, was so im DCU, inoffizieller Name, so rausgekommen ist vorher. Es lohnt sich, vielleicht auch ein paar Sachen nochmal zu gucken, um wirklich komplett drin zu sein. Also, was heißt ein paar Sachen? Also fang an mit Man of Steel. Also alles. Man of Steel, Batman wie Superman, sowas. Justice könnte man League. Noch mal gucken, sowas. Dann glaube ich, kriegt man wirklich alles mit. Er macht richtig viel Spaß. Das CGI ist nicht mehr das Beste, muss man an dieser Stelle sagen. Mhm. Ein paar Sachen sind, aber Ezra Miller, abseits davon, was in dem Privatleben so passiert, großartig, was diese Rolle angeht. Mhm. Großartige Performance, super witzig, diese Dynamik. Man sieht ja, er ist ja zweimal da, wir gehen ja hier ins Multiverse. Ja. Das ist großartig. Och, ja, ich finde es wahnsinnig schwierig, über diesen Film zu sprechen und über Ezra Miller, ohne halt über Ezra Millers wirklich teilweise richtig krassen Skandale zu sprechen. Mhm. Und um mal auf diesen Überraschungseffekt mit Michael Keaton hinzuweisen. Alle wissen, dass er kommt. Mhm. Und im Film wird das halt so richtig
ja, mysteriös aufgebaut. Ja. so und wie bei haben, ja, ja, genau. Und wir haben genau wie eben die gleiche Diskussion halt, so wegen, du weißt, dass es passiert und sie bauen es wirklich so auf, so ja, ganz mysteriös, und denkst so, ah ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die immer noch denken, so wie damals. Ich meine, früher gab es ja kein Internet damals in der Form, und dann gab es auch noch keine Trailer im Internet. Und da hat man halt im Kino sich die Trailer angucken müssen, und dann hat man es gewusst. Und dann wussten einfach ganz viele Leute nicht, okay, was passiert da? Und dann hat man nur, wenn man den Trailer im Kino gesehen hat, da mehr dazu mitbekommen. Es gab einfach nicht Trailer 1, Trailer 2, Teaser, Teaser, Trailer, Teaser, Poster oder sowas. Und dass die immer noch irgendwie so in der Denke drin sind. Aber man bekommt ja inzwischen einfach alles mit. Ja, es ist ja immer noch so, dass das halt, das Trailer halt immer noch von anderen Produktionsfirmen angefertigt werden als die Filme selber. Die kriegen dann Material mittendrin mal so, und dann baut uns mal ein Trailer daraus, und die wissen teilweise gar nicht, was da passiert, und teilweise ist das auch Material, was nie wieder verwendet wird. Du hast noch, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast noch eine Sache gesagt, die fand ich auch interessant, und zwar, wenn man sich die Trailer angeguckt hat, dass der Film schon in so eine andere Richtung geht. Also, dass der Trailer jetzt, oder? Hast du nicht so irgendwas gesagt? Nee, es werden so ein paar Szenen gezeigt, und denkst du so, boah, okay, ist das so und so? Und die sind halt anders geschnitten, anders vertont teilweise. Also, beim Trailer kannst du mir denken, ja, das ist irgendwie doof gemacht, und dann ist es doch nicht so. Oder es wird nicht so und so gesagt, und die Zusammenhänge sind anders. Das, was es im Film besser macht, tatsächlich. Aber hättest du jetzt noch Bock auf einen zweiten Flash? Ja. Okay. Das ist richtig krass, weil, also, The Flash hat eine extrem lange Produktionsgeschichte, ja, boah, auch. Ist durch die, ja, also theoretisch seit den 80ern, 90ern irgendwie so, theoretisch. Ja. Also, wenn man so ganz, ganz zurückgeht, als die Rechte gekauft wurden, bla, bla, bla. Und jetzt ist der Film halt raus, nachdem wir auch jahrelang irgendwie immer drüber gescherzt haben, so, der Film wird niemals rauskommen. Ja, der Produktionsfilm ist der Film gewesen. Regisseur und Drehbuchautor sind abgesprungen. Ah, neue sind gefunden worden. Ah, sind wieder abgesprungen. Ja. Und dann hat der, und dann hat, ne, die Ezra Miller einen Skandal nach dem anderen. Also richtig krasse Sachen, ne? Ja. Und dann, wir haben wirklich auch in etlichen Podcasts darüber gesprochen, auch was. Also ich hatte mal eine Zeit lang das Gefühl, dass wir jede Woche über eine neue Eskapade von Ezra Miller sprechen. Also eine neue Verhaftung. Die Fälle wurden ja teilweise auch immer absurder, abstruser. Ich erinnere mich an den einen Fall, wo Ezra Miller eine Bekannte mit ihren Kindern auf einer Farm beherbergt hat. Und da wurde ganz viel Gras angebaut. Und da waren super viele Schusswaffen. Und eins, ein Baby von der Frau, hätte eine Kugel in den Mund genommen. Und das ist, das hat Ezra Miller zumindest bestätigt und sich auch entschuldigt dafür, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also das war nur eins von vielen Sachen. Das ist krass teilweise. Deswegen ist ja gerade auch das Marketing und sämtliche Interviews und bla bla bla, ist alles ja ohne Ezra Miller. Ne? Genau. Ja. Das ist etwas gut. Du hast aber, es beruht ja alles so ein bisschen auf Flashpoint. Ja. Die Comicreihe. Ja. Du hast sie ja gelesen. Ja. Bei mir ist es auch etwas her, tatsächlich. Ja. Wie würdest du den Ton von Flashpoint? Ist das? Es ist schwierig, sehr düster. Sehr, also unterschiedlich. Es ist schwierig zu sagen, wie bei Flashpoint der Ton ist, weil das ist ein Comic, da gibt es keinen Ton. Ja. Nein. Wie ist die Stimmung? Wie ist die Stimmung? Ja, es ist ja sehr unterschiedlich. Also diese gesamte Arc hat ja viele Comics und viele Figuren. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass die Batman-Geschichte sehr düster ist. Und ich habe die deswegen auch sehr gefeiert. Also das ist ja eine super geile Geschichte mit Thomas Wayne als Batman und ich fand fast noch interessanter, also dieses Globale, was da aufgebaut wird, so dieser Krieg zwischen den Atlantern und den Amazonen. Absolut. Genau. Ist schwer zu sagen, aber der ist schon, also es ist schon nicht albern, es ist schon ernst, Weil ich habe mitbekommen, dass Flash halt eine sehr krasse Komödie sein soll. Genau, also Flash ist unfassbar. Ich hatte nämlich eigentlich eher was Ernstes erwartet, weil es geht ja um diesen kompletten Kollaps dieses Universums eigentlich. Ja. Und ich hatte durchaus einen ernsteren Ton erwartet. Der hat schon so emotionale Ebene, weil es geht halt um familiäre Sachen und sowas. Ich meine, das kann man ja sagen. Flash will den Tod seiner Mutter rückgängig machen. Genau, und das ist halt so emotionale Sachen. Aber das ist alles so auf so einer relativ kleinen Ebene, auf so einer Mikroebene. Und dieses ganze große Ding ist zwar bombastisch, aber dieser Film ist unfassbar witzig. Ich glaube, ich habe selten in einem Comic Verfilmungen gesessen und gelacht seit The Suicide Squad. Ich finde nämlich, das passt auch nicht zu den Trailern, weil die Trailern, da erwarte ich halt eher so was Dramatisches. Das stimmt, das ist wirklich wahr. Aber nichtsdestotrotz, geiler Film. Ja. Lang, aber geil. Also die Flashpoint-Reihe kann ich wirklich auch nur empfehlen. Also ich habe die, die ist ja auch geschrieben worden oder so entwickelt worden von Geoff Johns, der ja auch bei DC einen ganz, ganz hohen Posten hat. Das hat sich nur in der Filmwelt nicht wirklich ausgezahlt. Deswegen ist ja auch James Gunn und Peter Safran haben ja übernommen.
Aber eigentlich hat Geoff Johns damals damit echt so eine wirklich fette, also die, ich glaube, das ist so eine Lieben- oder Hassen-Geschichte. Ich glaube, viele mögen Flashpoint auch nicht. Aber ich finde die extrem cool. Ja. 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 Der Film wird ja auch öfters mal mit No Way Home verglichen. Welchen fandst du jetzt besser? Oh, ich glaube, The Flash, muss ich sagen. The Flash? Also, je mehr obwohl ich über Spider-Man eigentlich dein, ja, dein, obwohl, wenn ich, dein ja, Bro ist. Ja, ja. Wenn ich je weiter ich über No Way Home nachdenke, ist es halt so, okay, es ist wirklich nur geil, weil das ganze Zeit mit diesem Nostalgie-Kram spielt. Hier ist es auch drin, aber nicht so krass. Ja. Es gibt viele nette Easter Eggs, aber es ist nicht die Hauptsache. Bei No Way Home war es ja auch so, dass bis zum Ende ja noch mit Andrew Garfield und Tobey Maguire verhandelt wurde. Und ich denke mir die ganze Zeit, wie wäre dieser Film eigentlich geworden, wenn die beiden nicht bekommen hätten? Also wenn das irgendwie, ne, das ist ja, das war ja wirklich so Last Minute, dass sie bekommen haben und dass es gedreht werden konnte. Also das ist so, wie es dann war. Was so storymäßig von No Way Home so übrig bleibt, ist halt so, es ist halt ein Computerspiel. Sammel alle Bösewichte ein in den Keller hier. Ja. So. Und und Dr. Strange gibt den Auftrag, genau, die Quest. Ja, das ist also da finde ich The Flash schon wesentlich besser. Und die Titel, allein die Titelsequenz ist witzig geil. Ja. Aber das Ding ist halt, die Problematik mit Ezra Miller, da fallen manchmal Sätze in diesem Film. Mhm. Oh mein Gott. Das ist das Spiel, das du wieder denkst, oh je. Hättet ihr nicht Rewrites machen können. Ja. Sowas, das war ein bisschen wild. Also er ist kein perfekter Film, bei weitem nicht. Mhm. Aber er macht Spaß. Und es ist ein schöner Kinofilm einfach so. Absolut. Und noch dazu, wir haben gestern auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back eine Kritik zu dem Film veröffentlicht. Ja. Das war allerdings Lenny, der in 10 Minuten seine Meinung dazu abgegeben hat. Ja. Genau. Ein weiterer Film startet in den Kinos, und zwar der neue Wes Anderson-Film, und zwar Ezra City ist das. Und den haben wir alle nicht. Ezra City? Ezra City. Ezra City. So eine Farm mit Hanf. Nee, Ezra City. Der neue Wes Anderson-Film, den haben wir drei nicht gesehen, aber Lenny und Xenia, und die haben uns einen Einspieler vorbereitet. Ja, Xenia, wir haben Ezra City gesehen, und Ezra City ist der neueste Film von Wes Anderson, und der spielt in einer fiktiven Stadt, die Asteroid City heißt, und das Ganze spielt zu Zeiten der 50er, und in diesen Ort, nämlich Asteroid City, kommen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Figuren, und die bleiben dort stecken, denn es kommt zu einer UFO-Sichtung und Asteroid City wird dann abgesperrt. Mhm, genau. So viel zur Handlung. Und ich finde, dass Asteroid City sich so ein bisschen anfühlt wie so der schlechte Bruder von The French Dispatch, weil was mir so seit einer Weile bei Anderson-Filmen auffällt, und ich war auch mal Fan am Anfang meines Filmstudiums, dass seine Filme immer rezeptartiger und schwerfälliger werden und dass ich das Gefühl habe, dass auch wieder Asteroid City so eine sehr gewollte Metaebene integriert hat, die für mich den Film nicht besser, sondern eher schlechter gemacht hat. Absolut. Also man muss halt wirklich verstehen, es findet halt diese Handlung in Asteroid City statt, aber es findet noch diese Metaebene, die du schon erwähnt hast, noch statt, und die wirkt sowas von draufgedrückt. Also es wirkt so super pseudo-intellektuell, ohne dass es so richtig 100% reinpasst, und es wirkt irgendwie nur so, als ob Wes Anderson so mittlerweile angeben möchte, was er eigentlich alles kann, und dass er irgendwie noch dieses Gefühl hat, ich muss den Leuten zeigen, dass ich mehr als Style over Substance kann, und dabei kommt dann im Endeffekt leider nicht so viel rum. Ich finde, es ist so ähnlich wie bei Tarantino oder so, was man so langjährigen Autorenfilmern vorwerfen kann, dass man das Gefühl hat, mit späteren Filmen zitiert man sich nur noch so selbst und man ist sich so bewusst, wofür man steht, und das muss man auf jeden Fall irgendwie in den Film integrieren. Und ich finde, was eher auf der positiven Seite bei Asteroid City steht, sind auf jeden Fall der Cast, der wirklich so sehr starbesetzt ist. Ne? Tom Hanks ist dabei, aber auch Jason Schwartzman, ja genau. Genau, leider. Scarlett Johansson und Tilda Swinton. Tilda Swinton spielt auch so eine Rolle, die sie auch immer spielt in so Wes Anderson-Filmen. Und natürlich auch die ästhetische Ebene, die ich finde ja auch ein Alleinstellungsmerkmal von ihm ist. Und ich finde, da hat mir Asteroid City auch diesmal wieder gefallen. Absolut. Auch wenn ich so dieses Gefühl habe, also ich habe schon gedacht so bei The French Dispatch, okay, krasser kann es eigentlich nicht mehr werden. Wes Anderson hat seine eigene Formel so krass ausgespielt und perfektioniert. Und dann kommt hier mit Asteroid City um die Ecke und der Film sieht visuell einfach noch mal mehr nach Wes Anderson aus als Wes Anderson-Filme generell, wie Wes Anderson-Filme aussehen. Also es ist sehr krass visuell, und das auf dieser Ebene macht er auch echt Spaß. Inhaltlich halt eher weniger. Ja,
sehe ich genauso wie du. Ich glaube, ihm würde mal gut tun, wenn er so ein bisschen den Regler runterdreht, auch was das Color Grading angeht und vielleicht Gott, ja. Auch so diese gewollte Tiefe. Aber stell dir mal vor, er macht halt wirklich das nächste Mal so einen Film, der wirklich gar nicht so zentriert ist und auch wirklich absolut nichts mit seinem Stil zu tun hat. Ich glaube, damit würde er alle schocken. Und wenn er so einen Trailer macht, dass es so anfangs nur aussieht wie so ein Film, wie er ihn immer macht und dann am Ende das so ein richtiger, weiß ich nicht. Das stimmt. Ja, vielleicht hört er uns zu. Das fordern wir. Vielleicht Wes. Macht Avatar einen, oh Gott, Avatar, nein. Ich wollte sagen, vielleicht macht Wes Anderson einen Avatar-Film. So. Ah, okay, das will ich sehen. Danke, Lennings, hier für eure Einschätzung. Wie ist bei euch? Habt ihr Bock auf Astro City? Auf jeden Fall. Also klar, wenn ich muss sagen, seinen letzten Film, The French Dispatch, den fand ich wahnsinnig beeindruckend. Aber wie jeder, ich bin ja nicht der größte Wes Anderson-Fan, die Filme lassen mich emotional irgendwie jedes Mal kalt. Mhm. Isle of Dogs war so für mich, aber klar, das ist natürlich mit Hundeliebe und so weiter, war so der einzige, der mich so ein bisschen auch emotional was mit mir gemacht hat. Okay, und der fantastische Mr. Fox natürlich auch. Aber, halt auch alle geil. Aber ich bin, also von French Dispatch hat er wirklich emotional so gar nichts mit mir gemacht und ich war dennoch unfassbar beeindruckt von diesem Film. Ich war baff. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich fand bei Grand Budapest Hotel inszenatorisch super geil, aber ich kann nicht so connect mit den Figuren. Also es ist so, ich will nicht sagen, es ist mir egal, was mit denen passiert, aber es ist so, okay, es sprudelt ja. So vor sich hin. Plus die Musik von Alexandre Desplat, die halt immer so ist, wie sie ist, plus die, klar, diese Stimmung, die Wes Anderson immer wieder aufbaut. Ich bin dafür irgendwie, das ist aber eine total subjektive Sache, ich bin dafür einfach nicht empfänglich. Mhm. Irgendwie macht das nichts mit mir. Und deswegen war ich noch nie ein echter Fan von Wes Anderson. Obwohl das natürlich gerade auch ein Riesenhype ist, ein Trend ist, den Look irgendwie nachzubauen. Was wir auch gemacht haben. Haben wir auch aber gemacht. Es macht ja auch Spaß. Ich meine, ja, das ist klar. Ja ein besonderer Look. Natürlich. Ja. Aber ich, bei mir war es genau wie bei dir. Lange Zeit konnte ich mit ihm nichts anfassen. Und so anfassen. Anfangen. Ne? Komm, wir fassen Sachen mit Malle. Wir fassen Sachen mit Wes Anderson an. Ja. Neues. Und ich fand Ding. Immer den un-Wes Andersonigsten Film. Andernich? Wes Andersonigsten Film. Ja. Darjeeling Limited fand ich immer am besten. Ja. Aber so in den letzten Jahren Isle of Dogs fand ich auch großartig und Grand Budapest Hotel hat mir auch richtig gut gefallen. Bei mir hat sich das so ein bisschen gedreht, aber ich kann das auch nur so nachvollziehen. Ich kann da auch so emotional nicht so krass connecten. Ja. Ich frage mich halt, ob es dann irgendwann diesen Punkt hat, wie so ein bisschen bei Tim Burton. Das ist bei mir so gewesen, irgendwann war Tim Burton einfach zu viel Tim Burton. Mhm. Also den Regler auf 11 gedreht und so, wenn das jetzt der Wes Anderson-sichste Film aller Zeiten ist, wo es einfach nur so dieses geil, wir haben diesen Stil die ganze Zeit und wenn das ein bisschen too much ist und die Story nicht so viel hergibt, weil es ist so eine Sci-Fi-Romanze und alles, was im Trailer war, sah sehr geil aus. Das hat diesen Googie-Look gehabt, dieses 50s Atomzeitalter-mäßige. Ja, total geil eigentlich, ja. Und ich hoffe halt, dass diese Welt gibt halt was her und nicht einfach nur ein Vehikel für weirde Charaktere. Heißt es nicht eigentlich, fällt mir gerade auf, ich weiß nicht, ob ihr Dings gesehen habt, den Film, oh Gott, der Marvel-Film mit Scarlett Johansson, der Solo-Film. Black Widow, natürlich. ich glaube, da machen sie den Running Gag, dass es eigentlich Budapest heißt. Budapest. Aber dass alle Leute, die andere Leute also korrigieren, dass es Budapest heißt und nicht Budapest, Arschlöcher sind. Aber ich glaub, müsste man da nicht Grand Budapest Hotel sein? Das heißt ja auch Alper. Das stimmt. Ja. Jonas. Die Jonas. Cool. Ich glaube, du musst in Budapest gewesen sein, damit du Budapest sagen darfst. Genau, das ist ja. Genau. Dann also, ist erst das gewesen sein heißt einmal da gewesen sein. Ja, war ich schon da? Was denn sonst? Schon da, ja. Dann darfst du Budapest sein. Du darfst Budapest sagen, wir müssen Budapest sagen. Ja, wir Budapest. Bleiben Idioten, ja. Genau. Ja, gut, ich meine, das und ist das wer, nicht und, wer, und nur wer in Köln war, darf Kalifornien sagen. Kalifornien. Oh Gott. Okay, was? Beverly Sills. Ich wohne im nicht. Beverly Sills, ja. Es startet diese Woche eine Serie, auf die ich sehr Bock habe, auch wenn die letzte Staffel mir nicht so gut gefallen hat. Black Mirror geht in Staffel 6 schon. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es schon Staffel 6 ist. Ist am 15. gestartet. Es ist noch nicht raus zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier drehen, aber wir haben heute schon über ihn geredet. Aaron Paul ist mit dabei, unter anderem. Für alle Leute, die nicht wissen, was Black Mirror ist, ist eine Anthologieserie. Ja. Jede Folge hat eine abgeschlossene Handlung und alles hat so ein bisschen was mit Sci-Fi zu tun. Dystopien. Sehr dystopisch, ja. Teilweise
Ja. Es geht so meistens in die Richtung Thriller oder Horror. Sci-Fi. Auch gerne Drama. Mal. Satire ist auch mit drin. Satirisch ja. Oft, ja. Absurd. Es ist immer sehr absurd. Mhm. Und der schreckliche Moment, wenn irgendwas aus Black Mirror Realität wird. Ja, das stimmt. Wie das Punktebewertungssystem, was eine Folge gibt, wo Leute anhand ihres Sozialverhaltens Social Punkte kriegen. Score. Genau, Social Score. Und dann irgendwie 3 Monate später hat China das eingeführt. Sowas. Ja. Super gruselig. Ich muss sagen, ich glaube, die 5. Staffel ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich die gesehen habe. Und das es war noch. Ist die mit dem, mit diesem Street Fighter, wo die 2 Kumpels gegeneinander spielen, dieses Street Fighter-Spiel. Ja. War das mit der Enterprise? War das ist eine Folge in der Staffel. Nee. Enterprise war eine frühere Staffel. Oder ist das mit dem. Es waren 3 Folgen. War das die letzte Folge mit diesem Museum, wo so ganz viele Sachen. Das ist auch die Staffel davor. Ja, weil die habe ich noch sehr präsent und ich glaube, Staffel 5 ist nämlich an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Ich glaube, da war noch irgendeine mit so einer Entführung von so einem Typen in einem Auto oder sowas. Ja. Aber ich, ne, ich meine, das ist das schon, das spricht ja schon für sich, dass die letzte Staffel nicht so doll war. Also ich fand auch, ich glaube, Staffel 1, 2 mit am stärksten. Mhm. Auf jeden Fall. Bandersnatch fand ich super interessant, aber war mir zu anstrengend, es nochmal zu gucken. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, Staffel 1 und 2 hatten jeweils 3 Folgen, beziehungsweise eine Sonderfolge mit White Christmas, die ja viele Fans hat auch, die ich auch sehr toll finde mit John Hamm. Und dann kamen 3 und 4, die haben jeweils 6 Folgen. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich war als Staffel 1 und 2, also ich habe wirklich Black Mirror von Anfang an irgendwie mitbekommen. Ich habe Staffel 1 relativ schnell gesehen, als es rauskam. Und ich war hin und weg. Von allen 3 Folgen. Ich war total begeistert. Und Staffel 2 fand ich, hat dann nur noch mal einen draufgesetzt. So bei Staffel 3, 4 hat es bei mir so ein bisschen angefangen, so sein sich abzunutzen, vorsichtig gesprochen. Wobei auch man dazu sagen muss, dadurch, dass es dann irgendwann 6 Folgen waren, fand ich dann halt auch, dass einige Folgen nicht so gut waren wie andere. Und es hat so ein bisschen dann für mich so ein bisschen was von seinem Reiz verloren. Nichtsdestotrotz, ich habe eigentlich schon vor, die 6. Staffel auch zu gucken. Auf jeden Fall. Ich meine, sowas Ähnliches hatten wir auch bei Love, Death and Robots, was ja auch so eine Sci-Fi-Anthologie-Serie ist. Die 1. Staffel war grandios, die 2. war ein echter Durchhänger und die 3. Staffel war jetzt wieder richtig stark. Ja, richtig Bock gemacht. Ich habe so ein Gefühl, dass es vielleicht jetzt hier auch so sein könnte. Ich habe also, als die mit den 6 Folgen rauskamen, habe ich gesagt, ja, ich gucke jetzt 1, 2 Folgen, habe ich sie doch die ganze Nacht durchgebinged, als sie rauskam. Ja. Gucken, ob ich das jetzt wieder schaffe. Und ey, Represent, ne? Zazie Beetz ist in der Staffel mit dabei. Und ich finde, Zazie Beetz ist einfach eine sehr, sehr coole Schauspielerin, die man hier supporten konnte, die ja auch aus Berlin kommt, soweit ich weiß. Und die man zum Beispiel aus Deadpool kennt oder aus Joker. Ja. Ja. Sie heißt oder Atlanta. Ja. Auf Deutsch heißt sie Zazie Beete. Beetz. Ja, ich habe das schon verstanden, aber es ist. Okay, Jonas. Zazie Beetz wäre ein geiler DJ-Name. Allerdings. Aber wo wir bei Anthologie-Serien sind und abgeschlossenen Handlungen, ich habe eine Serie gesehen auf Wow TV. Wow. Sie nur nicht Werbung mit Owen Wilson machen, ist einfach. Die so die Case of the Weekigste Serie ist, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Aber übrigens ist keine Anthologie. Doch. Nee, keine Anthologie-Serie. Okay, die machen keine Werbung mit ihm, weil das zum Beispiel in Großbritannien Now heißt. Was, echt? Ja. Okay. Und in Deutschland heißt nicht Now, weil es gab ja schon Now TV. Okay. Ich gucke, oder beziehungsweise ich habe geguckt, alle 10 Folgen von Pokerface. Pokerface auf Wow TV könnte man vielleicht kennen, weil der Schöpfer recht bekannt und beliebt ist. Nämlich Lady Gaga. Nein. Hat tatsächlich mit Lady Gaga gar nichts zu tun. Und auch der Song Pokerface kommt kein einziges Mal vor in der Serie. Was? Vertrauen, Chance. True Story. Ryan Johnson ist der Schöpfer dieser Serie. Den kennt man ja als Regisseur von Episode 8 oder von der Knives Out-Reihe, die er geschaffen hat. Oder auch zum Beispiel von Filmen wie Looper hat er gemacht. Oder Brick, sein Debütfilm. Und Pokerface wird immer wieder mit Columbo verglichen. Es sei so eine Art weiblicher Columbo. Also die Serie benutzt sogar, habe ich mich dann mal eingelesen, dieselbe Schriftart wie Columbo. Cool. Und es ist auf jeden Fall halt eine Hommage an so an so Krimiserien aus den 80ern, 70ern. Das ist sein Ding, ne? Ryan Johnson, so ein bisschen Retro. Krimi, Whodunit Ding, 100%. Und jetzt, Also es geht um eine, es ist allerdings keine Kommissarin, das gleich vorweg. Es geht um eine junge Frau namens Charlie Cale, die in einem Casino arbeitet und ein unglaubliches Talent hat, das man vielleicht von einer anderen Serie kennen könnte, wie Lie to Me. Mhm. Sie erkennt es sofort, wenn jemand lügt.
Sie hat dafür so einen Instinkt, das ist auch nichts Übernatürliches oder sowas. Sie erkennt das einfach sofort. Sie kann instant, sie weiß hundertprozentig, wenn jemand lügt. Sie arbeitet für einen, ich sag mal, mafiösen Arbeitgeber in einem Casino und es kommt zu einem Vorfall, zu einem Zwist und sie muss vor ihm fliehen. Und dann dreht sich die Serie darum, dass sie 10 Folgen lang durch die USA reist in ihrem Auto, in ihrem heruntergekommenen alten Auto aus den 70ern und oder 60er, glaube ich sogar. Und sie löst Fälle auf dem Weg. Sie löst Fälle, okay. Mordfälle. Sie wird immer wieder in Mordfälle verstrickt. Ja, Classic, ja. Und ich muss sagen, mir hat die Serie sehr großen Spaß gemacht. Wirklich sehr großen Spaß. Die Folgen sind teilweise extrem clever konstruiert und sehr verworren und sehr ausgeklügelt. Spannend fand ich auch, dass es so ein Spiel war, jede Folge ist exakt gleich strukturiert. Also das merkt man eigentlich auch nach so spätestens 3-4 Folgen. Also die bestehen immer aus 3 Akten in 4 Vierteln. Also im ersten Viertel lernt man halt eine völlig neue Figur kennen oder völlig neue Figuren, die halt, es passiert da ein Verbrechen, irgendwas, ne? Ist also in einem neuen Ort mit neuen Figuren, in einem neuen Setting passierten Verbrechen. Im zweiten Viertel erfahren wir, dass diese Charlie eigentlich da die ganze Zeit dabei war, irgendwie im Hintergrund. Ne? Also es ist dann wie so ein Flashback. Also im ersten Viertel kommt sie auch gar nicht vor. Also dann kommt sie irgendwann im zweiten Viertel. Im dritten Viertel kommt sie dem Verbrechen so langsam auf die Spur. Und im vierten Viertel, wenn sie dann hundertprozentig weiß, wer der Täter oder die Täterin ist, versucht sie halt, diese Person zu überführen. Mhm. Und jede Folge ist halt so aufgebaut. Und das klingt langweilig, so, aber nein, das macht irgendwie, das ist diese, ne, also es ist sehr, sehr schön, wie kreativ sie sich innerhalb dieser Struktur ausgelebt haben. Und das macht irgendwie Spaß, sich damit zu beschäftigen. So ein bisschen wie bei Knives Out dann, oder was? Tatsächlich ja. Durchaus, ja. Wie ist das? Gibt es denn trotzdem noch so diesen Überarg, spielt ja eine Rolle? Und darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Es gibt eine Rahmenhandlung, nämlich diese Flucht vor dem, ne, vor dem ehemaligen Arbeitgeber, also vor dem Mob tatsächlich. Und jetzt könnte man sagen, diese Serie hat vielleicht so ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil es ist wirklich so, du musst halt damit leben, dass sie gefühlt von einem Mordfall in den nächsten stolpert. Also sie fängt irgendwie an, in einem Theater zu arbeiten und dann passiert ein Mord. Dann geht sie irgendwie weg, arbeitet da und dann passiert ein Mord. Also sie ist irgendwie gefühlt, ist sie alle 2 Wochen in einem Mordfall versteckt. Ich finde das immer, sonst gäbe es die Serie halt so nicht. Natürlich. Ne? Das ist halt immer natürlich so bei solchen Sachen. Auf jeden Fall. Es ist auch keine, ich will die Serie jetzt nicht dafür kritisieren. Das Problem ist nur, dass die Rahmenhandlung, ne, also dieser rote Faden, dadurch dann halt dem Ganzen so, daraus dann so eine Geschichte machen will, was dann halt irgendwie dann nicht mehr so funktioniert. Also mit anderen Worten, ich möchte sagen, diese Rahmenhandlung, mich hätte es jetzt nicht gestört, wenn sie einfach komplett drauf verzichtet hätten. Mhm. Also es ist so, dass, ne, also ich, ohne jetzt was zu spoilern, in der ersten Folge kommt sie dann irgendwann, ne, auf die Straße und flieht. Und wenn, und meiner Meinung nach hätte da der Cut kommen sollen. Also so, okay, ab jetzt, ne, lassen wir uns auf dieses Spiel ein. Wir verstehen jetzt, warum sie auf dieser Reise ist, warum sie nirgendwo wohnt oder so oder im Auto lebt. Und dann löst sie halt einen Mordfall nach dem anderen. Aber nein, über die Staffel verteilt. Und insbesondere am Ende wird dann halt natürlich noch mal so diese Rahmenhandlung irgendwie zugemacht. Und dann wird daraus so eine ganze Geschichte gemacht. Und das hätte ich absolut nicht gebraucht. Ist das denn abgeschlossen jetzt dann? Will ich nicht spoilern. Weil das wäre jetzt so, dass mein Gedanke gewesen ist, immer das Problem, wenn du so eine übergreifende Rahmenhandlung hast, gerade in diesen 80s oder 70er Jahre sehen, ist das ja auch so, zum Beispiel der unglaubliche Hulk, der ja auch auf der Flucht ist, oder A-Team, die auf der Flucht von dem Militär sind, sobald du das ja auflöst, fehlt die ja der Grund, weshalb sie das machen, was sie machen, die Person. Nee, das geht wahr. Also, das kann ich sagen. Also, hier ist inhaltlich, erzählerisch, ohne was zu spoilern, ist eine zweite Staffel problemlos möglich. Okay. Und ich hoffe, dass sie kommt, weil ich wirklich, also ich habe mich auf jede Folge gefreut, weil du halt immer wieder ein neues Verbrechen hast und einen neuen Mordfall. Also, es ist eigentlich fast immer ein Mordfall. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt, also erstmal vorweg, es gibt auch noch viele Gaststars, die man hier sehen kann. Also es gibt zum Beispiel Ron Perlman kommt vor. Adrian Brody kommt in der ersten Folge. Dazu in solchen Serien. Genau, Chloe Sevigny, oder wie man den Namen aufbringt. Sevigny, genau. Ja. Joseph Gordon-Levitt spielt mit, natürlich. Cool. Ist ja auch, soweit ich weiß, ein sehr guter Freund von Rian Johnson. In jedem Film dabei. Ja, und deswegen, mein größter Kritikpunkt ist wahrscheinlich, dass ich persönlich nicht warm geworden bin mit der Hauptdarstellerin, beziehungsweise mit der Hauptfigur. Es liegt weniger an Natasha Lyonne, so heißt die Hauptdarstellerin, sondern vielmehr an dieser Charlie Cale. Ich finde so ein bisschen, dass sie
zu blass bleibt und auch nicht sehr viel über sie erfahren. Also ich fand's absurd, in der, auch wieder ohne zu spoilern, in der letzten Folge wird so sehr viel von ihrer Hintergrundgeschichte erzählt. Und das kam mir halt viel zu spät. Mhm. Also irgendwie, ich hätte mir hat dieses Identifikationspotenzial einfach gefehlt, so am Anfang der Staffel, dass man sich irgendwie mit dieser Figur anfreunden kann, sie kennenlernt und sich dann, ne, also das hätte ich besser gefunden, als dann so spät hinten raus. Das ist aber wirklich alles Meckern auf hohem Niveau. Ich mag die Serie, wenn es eine zweite Staffel gibt, werde ich sie auf jeden Fall gucken. Mhm. Von mir eine klare Empfehlung. Es ist sicherlich nicht die beste Serie, die man je gesehen hat. Es ist für mich im Endeffekt wie Knives Out oder so vieles andere von Rian Johnson. Es ist gut. Ich finde es geil, dass es irgendwie originelle, kreative, neue Stoffe sind und neue Figuren und so weiter. Es haut mich jetzt allerdings auch nicht vom Hocker. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich auf jede Folge gefreut. Und natürlich, ne, wenn man so Case of the Week hat und jede Folge ist ein neues, eine neue Geschichte, ein neuer Mordfall, neue Figuren und so weiter, natürlich sind da manche besser als andere. Aber eine Folge will ich euch mal anteasern, weil ihr werdet da hundertprozentig Bock drauf kriegen. Und übrigens, ihr könntet die Folge auch, wenn ihr sagt, ich will diese 10 Folgen nicht gucken, ihr könntet auch theoretisch einfach die Folge gucken. Mhm. Ihr müsst alles, was ihr wissen müsst, ist, sie ist auf der Flucht vor Gangstern. Mhm. Ende aus. Ne? Die hat einen Mordfall aufzuklären, der im Kontext eines einer Effektschmiede namens LAM, Light and Motion, stattfindet. Also das ist alles eine sehr klare Anspielung auf Industrial Light and Magic, mhm, und spielt sogar in deren Gebäuden. Cool. Ach, geil. Ja. Okay. Das ist sauwitzig. Die haben da so einen Shot in einem Gang. Und ich habe den wiedererkannt von Conan O'Brien und Jordan Schlansky, oh, die bei ILM gedreht haben. Ja. Also dieser Effekt, dieser Star, die für Star Wars gegründet wurde, dieser Effektschmiede, die es halt heute noch gibt. Also ja, auf WOW TV, Pokerface, kann ich empfehlen. Nice. Ja. Nice. Jonas, was ist das für ein Buch? Wollt ihr erst von dem Buch hören oder von meinem? Ich will von dem Buch hören. Von meinem, dem durchschnittlichsten Flug, dem Ronny-Flug. Erst den Ronny-Flug, glaube ich. Ja, komm, weil das Buch ist ja der heiße Teaser. Ich habe einen 11-Stunden-Flug gehabt und habe mir in der Zeit 4 Filme angeschaut. Ja. Es gab aber ein großes Problem. Ich hatte meine Kopfhörer nicht mitgenommen und habe dann die Kopfhörer bekommen, die ich Warum hast du deine Kopfhörer nicht mitgenommen? Mit dir los? Ja, ich hab so innige, so Bluetooth-Kopfhörer mitgenommen. Weil ich gedacht habe, gebunden ist. Hä? Nichts kabelgebundenes. Genau, ja, das war das Problem, deshalb konnte ich. Ich verstehe. Ich musste halt die nehmen, die Fluggesellschaft mir gegeben hat. Ich habe aber auch gar keine kabelgebundenen Kopfhörer mehr. Was kriegt man denn heutzutage? Fühlt man diese runden Dinger bekommen, die einfach wehtun? Ja, ich hatte das so schon. Die Scheiße, ja. Das waren so In-Ear und da habe ich gedacht, so, ja, sind In-Ear richtig gut. Oh, ich hasse In-Ear. Der Ton war so beschissen. Ja, ja. Ich konnte mir nur Filme anschauen, die einen Untertitel haben, weil ich sonst nicht ganz verstanden habe. Weil du halt im Hintergrund auch noch die ganze Zeit. Ja, ja, natürlich. Alter. Geräusch hast. Ja. Aber ich habe mir dann auch sagen lassen von jemand anderem, der auch geflogen ist, der hatte seine Kopfhörer angeschlossen. Das war nicht viel besser. Der Ton war auch scheiße. Okay. Ist das noch so in den Armlehnen drin, der Ton? Also, wenn man einklingt oder wie war das? Nö, das ist direkt da so. Direkt, okay. Boah, ich habe so einen Screen. Keinen Flug mehr gehabt mit einem Film oder sowas, deswegen. Ja. Auch schon lange. Ja, ich habe 4 Filme geschaut. Wir werden wirklich alle. Okay, wo soll ich anfangen? Ja, ich glaube, ich habe als allererstes Reminiscence geschaut. Mhm. Diesen Sci-Fi-Film mit Hugh Jackman, der in der Zukunft spielt und große Teile der Welt sind überflutet durch die Klimakatastrophe. Das ist schon mal sehr interessant, spielt aber keine große Rolle. Mhm. Es gibt so einen Apparat, den Hugh Jackman da quasi bedient und wo er sehr gut ist, wo er auf Erinnerungen von Personen zurückgreifen kann. Und das ist dann so ein bisschen, die wollen halt so in ihren Erinnerungen schwelgen und gucken sich dann halt noch mal an, wenn zum Beispiel ihr Mann gestorben ist, gehen sie zu ihm und können halt noch mal auf die Erinnerungen zugreifen. Halt nicht so, wie man sich so erinnert, sondern halt wirklich so wie so ein Film. Ja, das dann noch mal so aus der POV-Perspektive das alles noch mal so mitbekommen. Wie bei der einen Folge von Black Mirror. Ja. Und ich sag dir, es kommt. Ja. Das kurz kein Schub, wieder bei KI-Thema. Ja. Die haben eine KI, die liest Gedankenströme aus und kreiert damit Bilder. Und die waren sehr nah dran an den Gedanken. Oh, das ist cool. Und das heißt so, könnte man demnächst seine Träume aufzeichnen? Es ist halt, irgendwo ist es natürlich Science-Fiction-mäßig cool, aber auch gleichzeitig wahnsinnig gruselig. Ja. Wir brauchen so ein neues Wort für cool, etwas, was cool, aber auch gleichzeitig gruselig ist. Gruselig. Grusel hört sich wie Gruscheln an. Gruel. It's cruel. It's cruel. Griefy. Griefy hört sich ganz funny. Hört sich komisch an, Griefy. Wieso ist denn Griefy, creepy und funny?
Granny. Was? Oder wir nennen es Hübel. Eine Mischung aus creepy und ausgeklügelt. Hübel. So, ja. Ja, okay, Reminiscence. Ja. Ja. Dann, auf Rebecca Ferguson spielt da auch. Genau, mit, die kommt dann, quasi, die ist dann so eine neue Kundin, die so kurz vor Ladeschluss reinkommt. Sie hat ihren Schlüssel verloren und. Aber apropos, Rebecca Ferguson. Silo. Du hast mir, bevor die Serie Silo auf Apple TV Plus rauskam, hast du mir von den Silo-Büchern dieser Trilogie vorgeschwärmt. Du hast mir gesagt, du feierst die hart. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass du die Serie verschlungen hast bisher. Oder die läuft noch. Nee, die läuft ja noch. Ja, deswegen, du wartest noch, also du hast sie noch gar nicht gesehen. Also kurzer Spoiler, hat angefangen, ich bin bisher zufrieden. Ich finde die gut. Ach, du bist mittendrin? Ja, ich habe bei Folge 4 oder sowas. Aber du bist auf zufrieden Apple TV nur? Sie, ja. Wird sie den Büchern gerecht, die Serie? Ja, doch, doch. Die machen auch einige Sachen anders. Mhm. Aber ich erwarte jetzt so diese großen Dinge. Spielt nicht in einem Silo. Regentonne. Spielt in einem Getreidesilo. Nee, also so inszenatorisch ist das wirklich eine richtig fette Serie. Aber kurz für alle, es geht um eine Gesellschaft, die dystopisch in einem Silo lebt, weil draußen die Welt nicht mehr bewohnbar ist. So ein fettes Silo ist es nicht wirklich. Aber nicht irgendwas, irgendeine Sache schwelt da im Hintergrund. Was ist da draußen los? Ja, genau. Okay. Genau, Reminiscence. Wie gesagt, draußen rennen. Rebecca Ferguson kommt dann rein, will dann halt auch auf eine Erinnerung zurückgreifen. Sie hat ihren Schlüssel verloren und denkt sich so, hä? Okay, interessant. Ist der Twist bei Silo eigentlich, dass draußen ganz viele verrückte Menschen rumrennen, die alle pitchen? Und niemand will raus, weil niemand gepitcht werden möchte? Warum pitchen? Hä? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Fände ich lustig, wenn das der Twist wäre. Aber du meinst zwicken und nicht, da laufen Leute raus und droppen die ganze Zeit Ideen? Es wäre viel witziger. Ich kann diese Pitches nicht mehr hören. Das ist noch viel witziger. Ach so, ich habe gedacht, du dachtest an Pitchen mit CH. Nein, ich meinte zwicken. Ja, ja. So. Ja. Aber was meinst du, ist ja noch witziger. Das, außerhalb von den Silo ist die ganze Welt Getreide. Man kann einfach nicht rausgehen. Ist alles Getreide. Und die Hunger da drin. Genau, das ist Gegenteilstag, wurde übertrieben. Das Anti-Silo. Das Getreide aus den Silos wurde nicht mehr, das Getreide ist nicht mehr in den Silos, sondern außerhalb des Silos. Das Universum ist Silo. Genau, die Menschheit ist eigentlich Getreide und die bauen Menschen an und lagern die in dem Silo. Ganz genau so nämlich, ja. Boah, wir haben den Twist verraten, sorry. Ja. Aber wir sollten sowas machen, so eine Dystopie-Parodie, so eine dystopische Parodie, in der halt keine Radioaktivität oder was weiß ich, warum die Erde unbewohnbar ist, sondern weil. Doch, ganz schlecht. Die ganze Zeit, irgendjemand hat ein lautes Radio angestellt und alle müssen sich zurückziehen, weil das Radio die ganze Zeit irgendwelche Ballermann-Hits von Jonas spielt, kann keiner hören. Genau. Ich stelle mir so einen Wasserplaneten vor, wie Kamino, bloß das ist nicht Wasser, das ist Apfelschorle. Das ist wirklich Apfelschorle oder was da nicht leben? Apfelschorle. Oh, jetzt habe ich wieder was. Geh mal schwimmen, kommst du klebrig raus. Geh dich duschen, kommst du klebrig raus. Ja, das ist nicht geil, das stimmt. Nee. Du magst Apfelschorle nicht? Ich mag keine Apfelschorle. Ja, aber ich kann da nicht haten. Ich mag O-Saft nicht, deswegen, ja. Und ganz ehrlich, das alles hier zu besprechen, ist viel interessanter als Reminiscence. Tatsächlich. Das hört sich an wie Total Recall in doof. Wo ist der Schlüsselstart? Let's go to Mars. Also sein Leben verändert sich dann, als sie dann reinkommt, weil, erzähl ein bisschen weiter, sie verschwindet dann plötzlich. Die verlieben sich eigentlich ineinander und sie verschwindet dann plötzlich und er will halt herausfinden, was mit ihr passiert ist. Und sie ist im Silo. Es ist einfach, dieser Film ist bei mir rein und raus gegangen. Ich liebe Sci-Fi, aber so Sci-Fi, das ist einfach, das hatte so ein, zwei Elemente, die fand ich interessant, so mit dieser, dass die Stadt, in der das spielt, ist halt so teilweise überflutet, wegen der Klimakatastrophe. Aber das war es dann auch schon. Dieses auf Erinnerung zurückgreifen, das habe ich schon in anderen Filmen viel besser gesehen. Ja. Ja, Total Recall in dumm. Ist eher so ein Sci-Fi. Zweiter Film. Auch Sci-Fi. Mhm. Ich habe Tides geschaut. Tides. Oh ja! Von, wie heißt der? Genau, von dem Regisseur, der auch Hell gemacht hat. Genau. Ein deutscher Regisseur. Ganz genau. Ja. Tim Fehlbaum heißt der. Genau, Tim Fehlbaum. Unter anderem spielt Ian Glenn mit, der ja auch Jorah Mormont in Game of Thrones spielt. Und es dreht sich um die Erde, die eigentlich nicht mehr bewohnbar ist. Die Menschheit ist eigentlich schon davon geflohen auf einen anderen Planeten. Ja. Das Problem ist nur, die haben ein Problem mit Fortpflanzung. Mhm. Also ganz viele Menschen sind halt unfruchtbar in dieser neuen Welt. Und die wollen halt zurück auf die Erde und gucken, was da jetzt Phase ist. Da wird so ein Scout, so ein
eine Vorhut vorgeschickt zurück auf die Erde. Kann man da wieder leben? Was ist da los? Und so weiter. Weil von der anderen Vorhut haben die nichts mehr gehört und die ist schon einige Jahre da drauf gegangen. Relativ klassisches Setting, bisher noch nichts Neues. Ja. Also das ist der Look dieser Serie, der Look dieses Films ist auch wirklich krass, weil das spielt ja so auf dem, das ist wieder so im Watt. Die haben ein bisschen Wattenmeer gedreht. Und der Look ist schon außergewöhnlich und das halt mit Sci-Fi zu verbinden, das ist total geil. Also ich mag teils auch gerne, ich mochte den. Ja, ich fand die Atmosphäre war großartig. Das hat mich auch so ein bisschen an Waterworld, bloß nicht so goofy, erinnert. Waterworld, ja. Ja, weil, ne, ich meine, die ganze Welt ist völlig unterschiedliche Filme übrigens. Aber nicht so goofy, ich habe ja gesagt, nicht so goofy. Ich fand so Atmosphäre, Look, Schauspiel fand ich alles gut, aber ich finde, was sie erzählt haben, war halt so okay. Ich habe mir da ein bisschen mehr von erwartet, mehr von erhofft. Ja, es für mich auch flacht dann diese zweite Hälfte so ein bisschen ab. Ja. Und der ist ja auch relativ kurz, der ist dann auch schnell vorbei, das war dann auch okay, aber da hat halt einfach so, ne, was gefehlt. Ja, aber gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, ein deutscher Science-Fiction-Film in dem Setting, mit dem Look, mit dem Anspruch, mit dem Schauspiel und so weiter. Dafür ist es wirklich, wirklich sehenswert. Also ich finde, es lohnt sich schon allein den für die Atmosphäre und für den Look zu schauen. Unbedingt, ich mochte Tides auch wirklich sehr. Ja. Findest du Hell besser oder Tides? Ich finde die so ähnlich. Ja, ich fand die Bedrohung von Hell halt interessanter, weil ne, die Sonne strahlt so krass auf die Erde, dass du halt nicht lange in der Sonne laufen kannst. Also die in Hell geht es ja irgendwie darum, ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, dass die Erde ein Stückchen näher, warum auch immer, zur Sonne kommt oder so. Und oder die Sonne strahlt heller. Ich weiß nicht mehr genau, was der wissenschaftliche Sonneneruption, keine Ahnung, irgendwas war. Aber auf jeden Fall ist es so, dass draußen alles, die Sonne ist zu krass. Es ist zu hell. Die Sonne ist zu hell. Es ist zu heiß und so weiter. Und du kannst nicht lange draußen bleiben. Und deswegen, und da geht es irgendwie doch auch um ein Paar, das in einem Auto lebt und umherreist. Genau, ne? Das spielt auch in Deutschland. Es gibt auch da überall so Raiderbanden, so Räuberbanden, die auch so Leute ausrauben, wenn man einfach auch nichts mehr anbauen kann. Aber das ist halt das, was ich halt an Tim Fehlbaum so unglaublich geil finde, dass er halt diese Geschichten, diese Science-Fiction-Geschichten, diese kreativen Geschichten in Deutschland erzählt und das halt auch funktioniert. Und ich diese Filme auch wirklich, ich finde die teilweise wirklich gut. Ja, dass das auf diesem Niveau stattfindet halt. Absolut, absolut. Nee, von daher, wenn der einen Film macht, dann bin ich da auch wirklich immer. Und ich finde das immer noch einen der besten doppeldeutigen Titel. Hell. Oh, auf 100%. 100%. Ja. Vor allem Tides kam ja 10 Jahre nach Hell und dazwischen gab es ja keinen Film von ihm. Der heißt übrigens im Englischen The Colony. Bates. Die Kolonie. Wo ich Tides viel cooler finde als Titel. T-I-D-S. Ja, ich auch. Ja. Gut, ja, dann als nächstes. Soll ich mit dem besten Film, den ich auf dem Flug geschaut habe, anfangen? Nee, du hast dir gedacht, du hast jetzt zweimal Science Fiction geguckt. Ich wette, du hast dir irgendwas Albernes angeguckt dann. Ja, also den habe ich tatsächlich als letztes geschaut. Shang-Chi habe ich gesehen. Oh, finally. Ach, krass, and the Ten Rings. Ja, und ich muss sagen, im Kontext zu den anderen Filmen hat er mir echt richtig Spaß gemacht. Ja. Okay. Also ich finde, das ist auch so, der reitet nicht so auf diesem Marvel, wir müssen jetzt alle nochmal hier die Figur auftauchen lassen, die und die und die. Das fand ich ganz gut, dass er jetzt nicht so, den könnte man auch aus dem Marvel-Universum rausnehmen oder würde trotzdem funktionieren. Das aber, ist wohl wahr, ja. Findest du nicht aber auch, dass das der letzte Part halt dann wieder so, da wird er sehr vergessenswert. Ja, also ne, ist so nach so Schema F ist dieser Film ja auch geschrieben. Leider. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich bin echt inzwischen riesiger Fan von Awkwafina geworden. Gerade auch mit Filmen wie The Farewell. Also ich finde, die hat echt Und einen guten Bösewicht. Der aber auch ziemlich mehr rausholen können, weil es ja eigentlich interessant, was die Story angeht. Ja, das stimmt. Bei Grundlegend ist eine gute Idee auf jeden Fall. Einer der interessanteren Marvel-Bösewichte. Definitiv. Aber für mich auch tatsächlich so mit ich gucke gerade mir noch mal Phase 4 an. Black Widow, Shang-Chi, Eternals, No Way Home, Doctor Strange 2, Thor Love and Thunder, Black Panther 2. Ich glaube, Shang-Chi ist da, also das wär außer No Way Home, an der Spitze. Ja, auf jeden Fall. Neben No Way Home. Finde ich auch. Es ist halt die medikorste Phase. Ja, ja. Die was? Medikor? Medikorste. Mediocre? Medikor klingt wie so eine medizinische Unternehmen, das Medikamente herstellt. Medicor. Ja, und als den Film, ich weiß nicht, warum ich ihn geschaut habe. Du hast mich davor gewarnt, Alper. Habe ich wirklich davor gewarnt. Ja.
Jetzt bin ich gespannt. Mit Clint Eastwood. Ja. Cry Macho. Cry Macho. Cry Macho. Dieser Titel. Cry Macho. Ein Film, wo er einen alten Mann spielt, der für einen alten Kumpel den Sohn aus Mexiko quasi entführen soll. Von der Gangstermutter. Genau. Die so einen Drogenkartell anführt. Wo er der 80-jährige oder 90-jährige Typ dann sich irgendwie. Das ist, es gibt. Der ist voll der Womanizer ist. Achso, ja. Nee. Also, ja, das ist in The Mule auch schon so. Aber in dem Film ist es so, dass er. Ich fand's auch richtig abgefahren. Also, der. Der reist dann irgendwie an die Grenze und ist da in so einem ganz kleinen Dorf und lernt dann eine Familie kennen, die halt aus einer alleinerziehenden Mutter besteht mit ihrer Mutter, also die Oma, die ist so, ich weiß nicht, wie alt ist die, 50 oder sowas, ne? Ja. Also hätte ich sie jetzt so mal geschätzt. Und er kommt halt bei denen unter und die verstehen sich gut und daraus entwickelt sich so eine herzliche Freundschaft. Und ich hatte so richtig so ein warmes Gefühl in der Magengegend teilweise, weil das so einfach so eine, da haben echt so Menschen, die Probleme haben, warum auch immer, irgendwie zueinander gefunden. Und das fand ich irgendwie so sehr süß und das war auch wirklich alles sehr süß gespielt, bis halt Clint Eastwood wieder sein Ding gemacht hat, sein Clint Eastwood-Ding. Und er halt, ne, mit Ende 80 oder so, oder 90 schon, sorry, halt dann plötzlich eine Affäre mit dieser Oma beginnt. Oh. Und die tanzen und dann auch Sex haben und so. So ist X entstanden. Und das ist halt, und das, bei The Mule war das ja ähnlich. Bei The Mule war es ein Dreier mit zwei sehr jungen Frauen. Ja. Also das ist halt so, Clint Eastwood kann einfach so in diesem hohen Alter, und wir reden ja nicht von einem Mann, der irgendwie Ende 60 ist oder sowas, der ist ja über 90. Mhm. Und das ist einfach teilweise so weird. Also ich persönlich finde es weird. Das ist natürlich auch wieder eine super subjektive Sache. Ich fand, und vielleicht auch ein bisschen, es ist weird, aber ich finde, das ist nicht das Hauptproblem an dem Film. Ich finde, wie der halt schon anfängt. Ja. Ich meine, da ist so ein Typ, so ein quasi, ich glaube, ist ein ehemaliger Arbeitgeber oder sowas. Und der sagt ihm, du machst das jetzt für mich, weil du hast noch Schulden bei mir. Und er sagt so, ja, okay. Also ich finde, wie das zustande kommt, das ist so weird. Gerade die Dialoge da am Anfang sind auch miserabel. Also wirklich hundsmiserabel. Also es passt auch null zu anderen Filmen von Clint Eastwood, finde ich. Und dann kommt er halt da an, findet halt relativ schnell dieses Kind und nimmt das dann halt mit. Und ich finde, die Chemie zwischen den beiden ist non-existent. Also null, gar nicht. Also das hat überhaupt gar nichts zusammengepasst. Ja. Und wie das dann auch endet, also das ist wirklich. Ich finde, der Film war eine halbe Katastrophe. Ja, ist er auch. Also ne, ich meine auch, der hat ja vor ein paar Jahren The Mule gemacht und davon, ganz im Gegenteil, den fand ich echt gut. Auch. Der hat richtig Spaß gemacht. Ich auch. Ich mag auch The Mule tatsächlich, trotz aller seiner komischen Eigenarten. Aber ich mag The Mule, wo er halt so diesen alten Mann spielt, der Drogen über die mexikanische Grenze schmuggelt. Ja. Über die mexikanische Grenze. Ja, diese Verzweiflung halt bei ihm, weil er halt auch kein Geld hat und weil er halt irgendwie noch was, absolut. was leistet. Ist übrigens 93. Bitte? Ist übrigens 93. 93, ja. Und Cry Macho ist halt wirklich, der kam vor 2 Jahren oder so raus, ne? Ist für mich auch wirklich eine kleine Katastrophe. Ich fand den wirklich auch. Ja. Schlimm. Ich will nicht, dass das der letzte Film ist von Clint Eastwood. Das wäre nicht so gut, ja. Stimmt. Nee. Ja. Aber auch, ne, also mir geht's ja auch bei dieser Liebesgeschichte so null um diesen, so wenig um diesen Altersunterschied, sondern nur, ich finde halt, der hat dieses Süße in der Geschichte, was das Einzige, das Wenige, was ich wirklich gut fand in dem Film, hat der komplett torpediert mit dieser, mit dieser Liebesbeziehung, weil es kam so auch aus dem Nichts. Ich sage jetzt was, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zitieren werde, ein Zitat aus Der goldene Handschuh, das mich gerade an dieses Ding erinnert. Fritz Honka sagt da, ich liebe dich, komm, wir ficken jetzt. Ja. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen danach angefühlt, ja. Habt ihr gewusst, dass Clint Eastwood mal Bürgermeister war? Nee. Von Carmel by the Sea 1986. Ah. War der Bürgermeister. Krass. Bis 88. Ja. Jonas, was ist das Buch? Erzähl von dem Buch. Ich hab jetzt keinen Bock mehr auf dieses. Okay, ich hab jetzt mit dir. Oder warte, vielleicht soll ich. Haben wir noch die Zeit, dass ich noch vielleicht über eine Sache spreche? Haben wir die Lauf Zeit? Die Sache an. Star Wars. Okay. Ich habe Star Wars gesehen. Nein, jetzt kommt ein ganzer Podcast. Nein. Aber ich habe Jedi Survivor durchgespielt. Oh. Ich habe es angefangen gestern. Und ich feiere es. Noch drauf. Ich feiere es. Ich mag es wirklich sehr, auch wenn ich die Story nicht so gut finde wie bei Fallen Order. Aber ich mag trotzdem, ich habe sehr, 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 wirklich sehr viel Spaß mit Jedi Survivor gehabt und auch wirklich viel Zeit investiert in den letzten Wochen. Aber ich möchte den jetzt noch ein bisschen drüber sprechen, ob ihr den von Star Wars Outlaws was mitbekommen habt und ob ihr den Trailer, beziehungsweise die Trailer gesehen habt. Das ist ja das neue
Open-World-Star-Wars-Spiel von Ubisoft im Outer Rim, wo es halt, also es spielt sich in der kriminellen Unterwelt ab. Es geht um eine Gaunerin namens Kay Vess, die in so einen kleinen Alien-Sidekick hat namens Nix. Sie erinnert natürlich sehr an Han Solo, aber das ist natürlich auch voller Absicht. Dieses Spiel soll sich abspielen zwischen Episode 5 und 6. Es ist Open World, aber es ist halt auch eine Singleplayer Story, also es hat auch wirklich wieder eine Story und man spielt dieses Mal zum Glück, wie ich finde, weder Jedi noch irgendwie Sith oder sowas, sondern es spielt sich irgendwie alles abseits der Skywalker-Saga und Macht und so weiter ab. Mhm. Es geht halt, wie gesagt, um die Unterwelt, wobei man auch sagen muss, natürlich spielt das Imperium auch hier eine gewisse Rolle, also man sieht auch schon in den Trailern irgendwie Offiziere und ich weiß nicht, ob man Stormtrooper ja, sieht, also aber doch sieht man. Ja. Ich glaube, Gameplay muss man ja auch von dem Imperium fliehen. Genau. Also ich meine, aber das macht ja Sinn. Das ergibt das Sinn. Das Lustige ist, ich habe dann mal auch auf Instagram bei Ubisoft und so weiter mal so ein bisschen mich umgeguckt und in den Top-Comments gab es halt allen Ernstes wieder Kommentare von Leuten, die halt geschrieben haben, oh, das ist doch gar kein Star Wars für mich, wo ist die Macht, wo sind die Jedi und so. Und ich denke mir halt so, man kann es den Leuten einfach nicht recht machen. Irgendjemand hat immer was zu meckern und ich freue mich halt, dass endlich so mit Jedi Survivor und diesem Spiel halt endlich wieder neue Geschichten im Star Wars Universum erzählt werden, die halt auch was Neues erzählen und kreativ sind. Und dann kommt wieder, oh, das ist kein Star Wars für mich. Vor allem, das ist ja gerade erst rausgekommen, das andere Spiel. Ja. Hast du ja ganz viel Macht. Das also ja, ja, eben, natürlich. Ja. 1000 Spiele, wo du ein Jedi spielst. Und deswegen kommt er 2024 raus und es existiert halt ein 10-minütiger Gameplay-Trailer, wo man wirklich so 10 Minuten rausgenommen aus dem Spiel sieht, wie es vielleicht mal final aussehen könnte. Und es beginnt halt damit, dass sich Kay Vess erstmal versucht, an so Stormtroopern vorbeizuschleichen, dann aber erwischt wird, dann gibt's einen Shootout, dann muss sie vor denen fliehen, dann flieht sie erst auf so einem Speeder und dann ist sie beim, wie heißt nochmal das Poker in Star Wars, ich habe gerade den Namen vergessen. Sabak. Sabak, genau. Dann spielt sie Sabak, muss dann so eine Offizierin bestechen und flieht dann in ihrem Raumschiff. Und das Geilste ist, das nur so eine Kleinigkeit, sie fliegt quasi vom Planeten runter und fliegt direkt in den Hyperraum und so dieses, ich mag dieses Flawless, ne, wenn du keinen Ladebildschirm hast, sondern dass der Hyperraum-Drive dann quasi der Ladebildschirm ist. Ja, ja, dann freu dich mal auf Jedi Survivor. Das ist auch eins der wenigen Sachen, die ich an Mass Effect Andromeda so geil fand. Mhm. Die Reisen, wie die animiert waren, das sah einfach mega gut aus. Oder hast du auch Nomansky gespielt? Da hast du ja auch Flawless über Nomansky. Ja, ab 100%. Ja. Und ja, deswegen, also ich bin erstmal skeptisch, weil ich so Ubisoft Open World halt wirklich nicht so geil finde. Aber also trotzdem, dieser Gameplay-Trailer hat mich halt natürlich heiß gemacht und ich finde, so Singleplayer-Star Wars-Spiele sind einfach die das Salz der Erde. Ja, die füllen so ein Loch in mir. Das ist wirklich so. So auch, also ich liebe auch Cal Kestis. Also ich habe den in Fallen Order schon geliebt und ich liebe den jetzt auch wieder in Jedi Survivor. Es ist ja eigentlich absurd, dass es noch gar kein Open World Star Wars Game gab bisher. Es gab jedes. Also MMOs mit Singleplayer. Ja, ja, aber Singleplayer Open World mit einer Geschichte. Gar nicht, ne? Ja, bitte? Stimmt. Ich habe überlegt, ob ich irgendwas. Nee, gar nicht. Ich glaube auch nicht. Nee. Also, ja. Soll aber erst 2024 rauskommen für PC, PS5, also und Xbox. Wait. Ja, ja. Ist die Ankündigung für. Ne? Ja. Also. Aber seid ihr genauso heiß drauf? Oder? Ja, ich warte die erste Woche ab und gucke mir die Reviews an, ob das fertig ist, das Spiel, und dann entscheide ich, ob ich es kaufe oder nicht. Ja. Weil Cyberpunk habe ich mir immer noch nicht gekauft und da ist er auch jetzt. Hat sich ja auch als gute Entscheidung herausgestellt. Ich bin da mal bei Starfield gespannt. Das kommt ja auch dieses Jahr raus. Das werde ich aber auch abwarten, weil Bethesda ist ja noch mal buggiger als alles andere. Ja, ich bin sehr gespannt, auch vor allem, also immer wenn ich so Trailer sehe und von solchen Spielen höre, ich bin sehr gespannt auf diese Figur Kay Vess, weil die wirkt jetzt schon im Trailer so wahnsinnig sympathisch. Ich finde auch, die Jedi-Spiele sind wegen Cal Kestis auch so gut. Ich mag Cal Kestis einfach sehr gerne. Wegen BD-1. Und BD-1 ist einer der besten Droiden ever. Ja. Und ja, deswegen bin ich jetzt auch auf Kay Vess gespannt in Star Wars Outlaws. Kann man den in dem neuen Teil auch so modden? Keine Ahnung. Warum? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, du kannst den Druiden ja. Ach, du meinst den Jedi Survivor? Ja, 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 ja. Also ich dachte, du redest von dem Spiel. Nee. Achso, nee. Ja, klar. Du kannst den umbauen, wie du willst. Cool. Ja. Eine Sache nervt mich schon am Anfang von Survivor ein bisschen. Und das ist, dass, wenn du so Truhen findest und Schätze, dass das immer nur so optische Änderungen sind.
dass du dann quasi, stimmt, oh, ich habe jetzt einen neuen Schwertgriff. Crazy. Ja, oh, der hat überhaupt gar keine Auswirkungen. Aber, hast du nicht so Bock gehabt, das alles zu collecten? Ja, das ist gar nicht, sofort, überhaupt doch für mich ich hasse schon. Das. Voll. Dass ich sehr viele Auswahlmöglichkeiten habe. Du bist doch bestimmt mit diesem Poncho rumgerannt, oder? Nee. Echt nicht? Hast du, in der Jedi-Robe. Echt? Krass. Ja. Ich hab den so Outlaw-mäßig rumlaufen lassen. Nee, ich habe den Jedi-Robe. Poncho. Nee, ich hasse sowas. Aber mit langen Haaren und Vollbart. Nee, ich will einfach nur was sich auch aufs Spiel auswirkt. Wenn ich einen Schatz finde, will ich, dass das mir ein bisschen Geld gibt oder dass ich ein bisschen Erfahrung bekomme. Aber ich will jetzt hat BD-1 einen neuen Fuß. Ich finde das voll geil. Aber da hast du ja diese Mod-Stations gehabt, wo du dann wirklich so, okay, jetzt kannst du auch das öffnen und das öffnen. Da hast du ja, der kriegt ja mehr Fähigkeiten über die Zeit. Ja, aber die meisten sind halt einfach so optische Änderungen. Es ist nur optisch in Jedi Survivor, weil das, was du sammelst. Ja, was du sammelst schon, aber du kommst ja an so Stations, wo du dann mehr Fähigkeiten kriegst. Ja, natürlich, auch. Klar, natürlich. Ja. Aber die haben halt keine Auswirkungen. Die Sachen, die du in den Kisten sammelst, das stimmt, ja. Aber das finde ich gar nicht so schlimm persönlich. Ich will ja trotzdem sammeln, wenn ich da halt so eine fucking blinkende Kiste sehe, dann laufe ich hin und denke mir, toll! Ich habe die ganze Zeit drauf, ich habe so jedes Mal, wenn ich so eine Kiste gemacht habe, mich drauf gehofft, bitte sei ein Fukuhila. Nicht Fukuhila, also bitte sei ein Mohawk, wie heißt das auf Deutsch, ein Irokese. Aber ich habe noch keinen gefunden bisher. Was ich ein bisschen nervig fand, ist halt dieses Zurückgehen in die Welten. Mal so von wegen, okay, hier ist ein Platz, den kannst du nicht lösen, du musst erst folgende Fähigkeiten haben. Und dann denkst du, ich kann mir das nicht alles merken. Ja, aber fand ich jetzt in dem Spiel überhaupt nicht störend. Ich habe tatsächlich, bin mit der Hauptstory durch, auch bisher mit allen Gerüchten, aber ich muss noch ein, zwei Sachen machen. Ich habe wirklich, das hatte ich schon lange nicht mehr in so einem Spiel, ich will da nicht raus aus dieser Welt. Mhm. Ich will da nicht raus. Das macht so viel Spaß. Auch allein, ich finde die Steuerung so geil, so allein da einfach nur so durchzuspringen und so, das macht einfach tierisch Spaß. Robert Charles Wilson. Könnte ein Serienmörder sein. Klingt schon nach einem Schriftsteller. Ja. Ein Science-Fiction-Autor und der hat eine Trilogie geschrieben, die Spin-Trilogie. Mhm. Und für den ersten Teil der Spin-Trilogie, der Spin heißt, hat er auch den Hugo Award gewonnen, so einer der prestigeträchtigsten Science-Fiction-Awards überhaupt. Und ich habe mir den im Urlaub durchgelesen, den ersten Teil. Ich sitze jetzt gerade am zweiten und dritten Teil. Und ich muss sagen, das ist eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Mhm. Ich will euch nicht zu viel verraten. Und ich habe mir ja schon überlegt, wie ich euch das so schmackhaft wie möglich machen kann, dass ihr wahrscheinlich nachher direkt in den Bücherladen rennt und euch das holen wollt. Ich lese das Lied von Eis und Feuer, ich bin immer noch drin. Aber gibt's mehr. Also genau, im ersten Buch geht's drum, von einem Moment auf den anderen, Spiel auf der Erde, leicht in der Vergangenheit, von einem Moment auf den anderen verschwinden alle Sterne vom Himmel. Der Mond verschwindet und der Kontakt zu Satelliten, die weiter draußen sind, ist komplett weg. Das klingt jetzt schon geil. Sorry, also ich bin jetzt schon hooked. Ja, wie Sau. Der Twist ist wahrscheinlich so under the dome, aber die ganze Erde ist in so einer Kuppel drin. Die ganze Erde ist in einer Kuppel drin. Und das Interessante jetzt dabei ist, innerhalb der Erde vergeht die Zeit normal. Außerhalb der Erde, jedes Jahr auf der Erde, ist außerhalb 100 Millionen Jahre. Okay. Das heißt, nach 3 Jahren auf der Erde sind außerhalb von der Erde 300 Millionen Jahre vergangen. Das heißt, außerhalb von der Erde? Moment, das komplette Universum. Heißt das aber, sind da auch Menschen? Also ISS, ist die in der Kuppel oder außen? Die ist außen. Okay. Das heißt, sobald sich dieser Schirm da draußen, eine Sekunde später ist halt, glaube ich, sind 3 Jahre vergangen. Ja. Nochmal eine Sekunde später sind 6 Jahre vergangen. Ja. Noch eine Sekunde, 9. Mhm. Und das ist so, mehr will ich jetzt dazu nicht verraten. Die Menschheit wird jetzt halt vor große Herausforderungen gestellt. Was ist, war die Erde schon immer in dieser Kuppel? Nee, das passiert von einem Moment auf den anderen. Okay. Als die Sterne verschwinden, da legt sich eine Kuppel drum. Okay. Innerhalb der Erde vergeht die Zeit langsam, außerhalb 100 Millionen Jahre. Ja. Und das Ding ist, die Menschheit hat jetzt nur noch 30 bis 40 Jahre Zeit, um da irgendwas dagegen zu unternehmen. Weil die Sonne dehnt sich aus und innerhalb von 5 Milliarden Jahren würde sie die Erde verschlingen. Also 50 Jahre. Ja. Also stellt euch vor, das würde jetzt passieren, wir würden es wahrscheinlich noch mitbekommen. Aber ist die Wahrscheinlichkeit dann für krasse Asteroideneinschläge und so weiter nicht auch extremst erhöht, weil du... Ich will dazu nicht mehr verraten. Okay. Aber der hat an alles gedacht, er hat
eine Hauptfigur geschaffen, die, mit der man richtig mitfiebert. Wer ist das denn, die Hauptfigur? Weil das wäre jetzt meine Frage, was ist so die Geschichte? Das ist so ein Dude, dessen Vater gestorben ist und der mit seiner Mutter in einem Haus wohnt und nebendran wohnt quasi die Frau, seine Mutter ist Haushälterin für die mega reiche und intelligente Familie nebendran. Mhm. Und er ist halt befreundet mit der Tochter und mit dem Sohn. Okay. Und die sind quasi wie so ein, um die geht es immer wieder, die sind quasi so der emotionale Kern von dieser ganzen Geschichte. Okay. Aber es geht natürlich auch um so die politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, um die Pläne, was machen die, was ist überhaupt passiert, ja. Was ist diese Gruppe? Und es ist eine super epische, krasse Geschichte, die aber auch nicht so reißerisch ist, ja. Und die einfach so viel Spaß gemacht hat zu lesen. Ich habe das innerhalb von einer Woche, habe ich die 500 Seiten durchgerattert, okay, im Urlaub. Ja. Mehrere Fragen. Ja. Da ist diese Kuppel, die Sterne sind weg, die Sonne ist ein Stern. Das heißt, es gibt keine Sonneneinstrahlung mehr. Er hat dann wirklich alles gedacht. Ich will nicht mehr dazu verraten, stimmt, weil das ist. Alles? Ich finde, so dieses rauszufinden, was ja da passiert, und das, er deckt halt immer was Neues auf, hat immer wieder neue, super interessante Ideen, die ich so noch nie in Sci-Fi gehört habe. Und das ist halt immer so der Reiz dabei. Er bringt immer wieder einen neuen Spin in die Geschichte. Genau, das bringt immer wieder einen neuen Spin in die Geschichte. Aber es hört sich so ein bisschen an wie. Du sagst, okay, die Erde hat noch 50 Jahre, bis die Sonne sich ausdehnt. Das ist, hört sich so eine Metapher für Klimawandel so ein bisschen an. Ja, 100%. Hm? 100%. Das Buch ist schon ein bisschen älter, aber Und lass mich raten, es gibt so viele Menschen dann, die sagen, oh, das ist alles nur Blödsinn und ja, der Großteil. Ja, natürlich. Ach, die Sintflut. Ja. Also es ist wirklich ein tolles Buch von vorne bis hin. Ich kann 100% verstehen, warum das einen Hugo Award gewonnen hat. Von mir gibt es dafür 10 von 10 Sterne. Also erstes Buch heißt Spin, das zweite Axis und das dritte Vortex. Vortex, glaube ich. Oder Axis. Ja. Trinkst du auch gerne, Hugo? Nee, gar nicht. Aber ein Stasisfeld, dem Spin. Also der Spin ist quasi die Kuppel, von der wir gerade gesprochen haben. Ja. Spannend. Nicht spoilern. Also wie gesagt, das. Nee, ich hab's nur gerade. So. Also das ist halt so wirklich, das macht den Reiz aus. Wie dick ist, reden wir hier so? 500 Seiten. Ach komm, also ein Buch. Ja, also die Trilogie, das ist wirklich, das sind so 1000 Seiten. Die zwei anderen Bücher sind ein bisschen kürzer. Okay. Aber das hat mir wirklich den Urlaub versüßt. Und es war auch schon seit langer Zeit, habe ich mal wieder bei so einem Buch, ich saß mitten irgendwo, ich glaube, in einem Bus oder so, mhm, und musste richtig so richtig lauthals lachen, weil mich das so überrascht hat und weil ich das so genial fand. So einer der Twists. Ja, gibt's da, du sagst, es ist schon was älter, gibt es da irgendwie Pläne Verfilmung? Für Serie? Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen in der Produktionshölle gefallen. Ja. Ich glaube, Sci-Fi wollte das mal machen. 2015, das ist auch schon 8 Jahre her. Ja. Ja. Also ich finde, das hat auf jeden Fall Potenzial. Mhm. Lass uns machen. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe Teil 2 und 3 noch nicht gelesen, aber wenn ihr euch was Gutes tun wollt, okay, ja. Nice Tipp. Euch. Nice. Ich bin bald, ja, ich brauche wieder Stoff tatsächlich. Ich lese ja langsamer als du, aber ich bin bald wieder durch mit einem Buch. Bei dem Buch nicht. Und wenn ihr euch was Gutes tun wollt, dann abonniert Cinema Strikes Back hier auf YouTube und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde uns sehr freuen, falls euch dieser Talk gefallen hat. Und checkt unseren Funkkanal, den Funkkanal Atlas aus. Nicht unseren Funkkanal, den Funkkanal. Die haben ein Video dazu gemacht, wie Kinder zu Mafiosi werden. Starker Titel, starkes Thema. Und Atlas macht auch starke Videos, deswegen checkt das unbedingt aus. Oder schaut euch, wie gesagt, unsere Kritik bzw. Lennys Kritik zu DC's The Flash an. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Schießt euch ins All. Bitte nicht.